Herzlich willkommen zu einem niegelnagelneuen Rechnerzusammenbau mit dem Cracky mir, mal wieder. Hoffentlich diesmal ohne 300 Abo-Bomben. Es war sehr nett, aber es hat mich aus dem Konzept gebracht. Jetzt, nachdem ich den Community-Wunsch erfüllt habe und das Gehäuse schon mal vorgestellt habe, das Fractal Design Define R6, fangen wir jetzt mit dem eigentlichen PC an und den Hintergründen und dem Wieso, Weshalb, Warum. Weil nicht jeder baut ja den PC für den gleichen Einsatz, für das gleiche Einsatzgebiet. Unser Einsatzgebiet ist WQHD Gaming und die Option haben, eventuell mal zu streamen. Abo ohne Bombe. Danke, Lame Gamer. Ja, also, ne, wir wollen in WQHD zocken, also 1440p. Und hier 100, was Apfel, ich muss los. Was Apfel, ich muss los. Ja, hau rein. Und entsprechend die Option haben, auch mal einen Stream anzuwerfen. Darum geht's eigentlich. Also es geht darum, ja. Als Arbeitsgerät wird es halt zusätzlich auch noch benutzt. Das ist ja so das Übliche, was man sowieso so macht. Und wir bauen jetzt die Kiste. Prost! So, dann hauen wir rein. Ich fange natürlich mit dem kontroversesten Thema überhaupt an. Jamieson! Das hier ist unser Mainboard. Das X370 Taichi. Und ja, 2,5 Jahre alt, dann schmeckt der Wein richtig gut. Absolutes High-End-Board aus der allerersten Ryzen-Generation, dank BIOS-Updates. Laufen aber auch die 3000er wie Kätzchen da drauf, denn es hat fantastische VRMs. Fantastische VRMs. Und es ist so schön. So. Warum denn 370? War ja klar, dass das kommt. Dieses Board kostet neu 169 Euro. Es hat keinen Southbridge-Lüfter. Es hat kein PCI Express 4.0. Das ist aber völlig uninteressant, weil der Benutzer weder Datenbanken befeuert, noch Videoschnitt macht, geschweige denn überhaupt bisher seine Spiele auf einer SSD liegen hatte. Völlig irrelevant. Das Gute ist, es ist kein Lüfter drauf, der eventuell kaputt gehen kann, der dann Terror macht, weil der zukünftige Besitzer halt nicht der Bastel-Heini ist. Es hört sich doof an, aber er schafft es, eine Grafikkarte zu wechseln. Ja? Alles ruhig, nichts mehr machen. Es funktioniert super. Das ist ein tolles Board fürs Geld. Man muss es natürlich vorher updaten. Das 470 Taichi wäre auch nicht schlecht, stimme ich zu. Ich persönlich habe es ja mit meinem 27X. Ich finde aber das 470er zickiger als mein X370 Professional Gaming, welches im Prinzip genau diesem hier entspricht. Es hat ein paar Unterschiede und darum habe ich lieber zum 370er gegriffen. Und es ist auch günstiger. Das X470 Taichi, das dümpelt immer noch bei 200 Euro rum, während, wie gesagt, dieses hier für knapp über 160 Euro seinen Besitzer wechselt. Und jetzt kommt mir nicht mit 200 Euro MSI X570 Board, die VRMs hierauf sind besser. Ja. Und alle anderen, ja. Kauft, was ihr wollt. Ich habe die CPUs da, um das BIOS-Update zu machen. Zickiger, was meinst du damit? Naja, der Offset, der eingetragen wird, sobald PBO aktiv ist, der hat schon oft zu Bluescreens geführt. Mit dem RAM, mit der RAM-Verträglichkeit war es immer ein bisschen Heckmeck. Also, ja. Ich habe einfach mit dem X370 Professional Gaming dahingehend weniger Stress gehabt. Und daher gebe ich einfach aus Preis-Leistungssicht dem hier den Vorzug. Wie, kein C7 Hero? Was ist das? Das ist ROG. So, auspacken. Was ist mit B450 Boards? Ja, es gibt kein B450 Board, das annähernd so eine gute VRM hat. Und das ist ja das, worum es hier geht, nicht wahr?
Was sagst du zum MSI Gaming Pro Carbon? Ja, bling bling, ne? Also, der Bersi hat's und sorry, wenn ich abschweife, aber Board ist natürlich ein Riesenthema. Wir haben bei uns im Team X470 Taichi, X370 Gaming K4, X370 Killer SLI. Das sind ASRock, ja, jeweils. Dann haben wir das Gigabyte X370 Gaming K5. Dann haben wir das MSI Gaming Pro Carbon, das X370. Und alle haben zurzeit noch den 2700X. Auf dem Gaming Pro Carbon boostet er am schlechtesten. Das kann natürlich sein, dass das die schlechteste CPU ist. Aber ich glaube einfach, das Board ist so gesehen schon am Limit. Also es ist optisch toll, aber alleine die Kühlblöcke auf den VRMs habe ich auch im Review-Video bemängelt. Die taugen halt wirklich nichts. So. Los geht der Post. Wir brauchen hier M2-Schräubchen. Das ist eine M2. Das Hi-Oshi legen wir auch schon mal raus. So. Zack. Und das ist halt wirklich... die Platine hier ist absolutes High-End. Absolutes High-End aus der ersten Ryzen-Generation. Und ist die Platine nicht schick? Ich muss ehrlich sein, ich finde es hübscher als das 470er. Es macht zwar weniger RGB-Bling-Bling, aber mir gefällt der Schwarz-Weiß-Look ungemein. Würde ein B450 auch gehen? Ja, B450 würde auch gehen. Ist natürlich günstiger. Ich würde dann aber eher ein X370 Biostar holen für 80 Euro. Oh mein Gott, schon wieder Bärchen. Meine dir großartige, ehrliche Zuschaueraufklärung. Prost, Dankeschön. At all. Was für die großartige Zuschaueraufklärung. Ja, das darf man ja nicht... Darf man ja nicht auslassen. Hier, Heatpipe zwischen beiden Kühlkörpern, ja. Also, hier oben sitzen ja die Spannungswandler für den SoC. Das ist der Controller, der den RAM befeuert. Das ist der Controller, der eine integrierte Grafik befeuert, wenn man hier eine APU draufsetzen würde. Je nachdem, was du hier verbaust, wird das mehr warm als das oder halt das mehr warm als das. Und so verteilt sich einfach die Hitze auf beide Kühlkörper. Das ist schon mal optimal. Und die VRMs, die frieren halt. Also da kannst du einfach mit einer Wasserkühlung auch arbeiten. Das ist überhaupt kein Thema. Das ist top ausgestattet dahingehend. Ja, sonst, was will man sonst erwähnen? Zwei Ultra M2 Slots. Das ist natürlich so ein bisschen natürlich der Hahnenfuß, dass man da nicht die Fullspeed hat, wie man es jetzt bei einem 570er hätte. Aber dafür halt hier unten einfach nur ein Kühlkörper, kein Lüfter drauf. Die können einem ja erzählen, was man will. Aber wir kennen alle noch aus Athlon 64 und Athlon XP-Zeiten, kennen wir alle diese kleinen Southbridge-Lüfter. Wir kennen die auch aus Festplattengehäusen von damals, aus Wechselrahmen, von Prozessoren aus der Intel Pentium 1-Generation. Diese ganzen 40mm-Lüfter und Co. Die kennen wir alle. Und wir wissen alle, wie langlebig die nicht sind. Damals waren die auch auf Grafikkarten. Es gibt die in Variationen. Es gibt die als diese Radiallüfter. Ja? Die halten ewig. Die haben zwar grundlegend ein lauteres Laufgeräusch und so, aber ich hatte einfach keinen Bock drauf. Ich sehe den Sinn da nicht drin. Wenn ich jetzt eine Maschine hier baue, die einfach benutzt werden soll, so wie sie ist, und ich so gute Erfahrungen schon mit dem Professional Gaming gemacht habe. Unterschiede zum Professional Gaming, könnte ich mal schildern. Professional Gaming hat 5G LAN drauf als Extra-Chip und hat hier unten diese beiden Taster noch für Einschalten und Reset. Das sind die Unterschiede zum Professional Gaming und das Professional Gaming ist halt in Rot-Schwarz gehalten. Keine Kühlkörper auf der in einem 2-Slots in dieser Preisklasse. Ja, wunderbar. Dafür ist der obere M2-Slot wenigstens über der Grafikkarte. Hast ja wohl mehr gewonnen, als wenn der unter der Grafikkarte wäre mit einem Kühlkörper.
Ja, und das wollte halt kein Mensch. Gringo, 2100 Euro PC bauen wir. Na? Board haben wir jetzt hier 160. Und wir bestücken das gute Stück jetzt natürlich. Ich finde das eigentlich immer ganz praktisch, dass die hier bei ASRock dann in so einem Shelf dann noch kommen. Und dann können wir natürlich weitermachen mit den Komponenten. Einmal Tüte. Also, nur um das nochmal klarzustellen, ich meine, eigentlich ist es ja so, bei den Ryzens, die neuen 7-Nanometer-Chips, die sind so energieeffizient, brauchen so wenig Saft, dass die im Prinzip ja auf fast jedem Toasterboard laufen. Ich sehe es halt so, wenn du länger Ruhe haben willst, dann ist so eine ehemalige 250-Euro-Platine halt ein absolutes Sahnehäubchen. Und sollte irgendwann der dicke Durst nach riesigem Streaming kommen, dann könnte man hier immer noch den 16-Kerner drauf machen. Darum dieser Kompromiss. Altes Board für vergleichsweise einen brauchbaren Preis. Ich weiß, 170 Euro sind viel Geld. Ja, aber daher. Ja, im September kommt ja der 16-Kerner. 2100 Euro, Gringo. So, unsere CPU kommt hereingeflogen zur Türe. Wusch. Ein Ryzen, wer hätte das gedacht bei einer X370-Platine? Ryzen 7, 3700X. 8 Kerner, 16 Threads, 4,4 GHz Max Boost und 3,6 GHz Base Clock. Genau, PCIe 4 nur auf X75, richtig. Aber die PCIe 4.0 Performance braucht kein Mensch. Das Tai Chi ist schon geupdatet, habe ich gemacht. So, ja, hier CPU, ne? Hallo! 37X. Kostet circa 340 Euro zurzeit. Und ja. So auf dem Papier ist das schon eine ziemliche Konkurrenz auch zum 9900K. Zumindest wenn es um die Anwendungsleistung geht, bist du da auf einem sehr ähnlichen Niveau. In Gaming kommt es halt immer aufs Game an. Aber die neuen Ryzens reisen da ordentlich was von der, ja, von der Tischplatte, ne? Das macht schon Bock. Und ab Ryzen 7 ist bei den 3000ern, bei jedem Ryzen, der Prism is a Dancer dabei, ja, der Rave Prism. Habe ich ein Montagevideo zu gemacht und habe euch auch gezeigt, wie man den wieder runterkriegt, wenn er festgebacken ist. So, da kommen Kommentare, die muss ich lesen. Ist in Sachen Hitze angenehmer als der 99K? Definitiv. Also es ist mit weniger Aufwand das Ganze in einem guten Rahmen zu halten, zumindest wenn man jetzt natürlich beim 99K. Deshalb beim 99K ist ja immer so die Sache, den musst du auf 5 GHz übertakten noch zusätzlich und so ein Kram. Dann wird es natürlich schwierig mit der Hitze. Wenn du den einfach Standard laufen lässt, ist der cool. Überhaupt kein Thema. Wobei er halt, je nachdem, was du für ein Board hast, wenn du ihn Standard laufen lässt, kann er dir halt auch schnell gar keinen Spaß mehr machen, wenn du ihn mal rendern lässt oder so. Das ist eigentlich das, was mich hauptsächlich an den Intels in letzter Zeit auch einfach gestört hat. Dann hast du dann Cinebench und dann... Das ist ein blödes Beispiel, ich weiß, aber dann machst du Last auf allen Kern. Erster Durchlauf, ratze schnell. Zweiter Durchlauf, mittendrin bricht die CPU auf einmal um 500 MHz ein, weil das Zeitpensum fürs Boosten laut Intel voll ist. Dann musst du händisch im BIOS sagen, hey, nimm dir so viel Saft, wie du willst. Hier ein Hund, der Ritzen will's reißen, Ravio. Ich weiß nicht, irgendwie wollte das nicht so recht. Das hat mich nicht glücklich gemacht. Hier weiß ich, was passiert. Und das ist was Schönes. So. Setzen wir die CPU doch mal ein. Wie machen wir das denn? Nun ja, wir heben hier den Hebel an. Und danke für die Bits, SK1. Packen die CPU aus. Könntest du bitte den 27X und 37X mal gegeneinander antreten lassen? Riezen kann ich nicht sagen, aber Reisen, die. Aber Reisen,
Genau. So, richten Sie das Ganze am goldenen Dreieck aus, welches Sie auch an der Unterseite der CPU finden. Dort. Und hier ist es in Grau markiert. Man kann es da vermuten an Bord. Und dann lässt man einfach die CPU in den Sockel rutschen und legt den Hebel um. Zack. That's it. Easy peasy. Packen Sie aus und versuchen Sie, keine Pins zu verbiegen. Das habe ich noch nie gemacht. Und vor allem ohne Puls. Ach, CPU einsetzen bei Intel ist immer so Puls für mich. Meine Finger sind einfach zu dick. Und dann siehst du diese fragilen Pins in dem Sockel. Aber wir wollen kein War zwischen Intel und AMD. AMD hat preis-leistungsmäßig im Moment einfach die Hosen an, weil Intel es mit dem Fertigungsprozess verhauen hat. Das ist einfach Fakt. Zack. Bin ich echt schock für den Cut im Video? Ja, nee, so halb. Ausgepackt, ohne Pins zu verbiegen? Ja. Und der Ryzen 5 2600X, den ich ausgepackt habe, da habe nicht ich die Pins verbogen. Die waren ab Werk verbogen. Warum sage ich das und gucke so und glaube mir nicht selbst? Aber es war so. Ich habe sie nicht verbogen. Wie denn? Wie soll ich zwei Pins verbiegen? Schade. DR1925, Lucifer, Leon Thirst, Tippy Klopper, Kahito, H to the Fox. Hey, was geht ab? Humus Lustux, Sconti, Gravi und Graf Dracula. Holy shit. Du hast die krumm angeschaut. Nichts mehr machen! Wir setzen den RAM ein, oder auch nicht? Nein, wir montieren erst den Kühler. Ein Kühlerbrill. Hey Cracky, welchen Kühler für Ryzen? Für Ryzen XY, für Ryzen ABCDEFG? Cracky, welchen Kühler für Ryzen? Dann nimm doch den mit dem Ryzen Branding. Hol dir doch einen Thermalright Aro. Hier. Thermalright Aro. Ryzen. So, ich habe den mal in Grau geholt, weil ich neugierig war, weil das Grau auf den Fotos so komisch aussieht. Und wisst ihr was? Das Grau sieht in echt so komisch aus. Oh Mann. So. Das ist kein normaler Macho, weil ein Macho hat einen konvexen Kühlerboden und der Aro hat einen planen Kühlerboden. Das ist der feine Unterschied. Der Macho rutscht dir auf dem Ryzen rum wie blöd und du musst ganz viel Paste benutzen, während der Aro einen planen Kühlerboden hat. Darum ist der auch Ryzen gebrandet. Darum haben die den extra rausgebracht. Du findest die Farbe cool. Also mir gefällt das Orange dreimal besser, muss ich sagen. Ich habe das Orange jetzt schon zweimal gesehen. Der Berzi hat den ja und auch der Magic M hat den ja. Aber ich finde dieses Grau... Das kann schon nerven, Bärchen 1. Ich finde dieses Grau... Die Kamera mag's, ne? Es ist fast rot. Also es ist ganz komisch. Wieso kein Noctua-Kühler? Ganz einfach. Zu teuer. 42 Euro. Say what? Says Red Suck. Aro klebt also besser. Seemsgut 100. Genau. Aro klebt besser. Wieso nehme ich nicht den Originalkühler, der dabei war? Weil wir es richtig schön leise und leistungsstark mögen. Und der Originalkühler, der dabei ist, der sieht schick aus, aber wir haben eh kein Fenster. Und ja, wir mögen es leise, weil da ist halt ein guter Lüfter dabei. Thermalright-Lüfter sind ziemlich geil. Cheer 100. 1300 Umdrehungen macht er in der Spitze. Das ist der TY147A PWM-Lüfter. Hallo, stellen Sie scharf. Dankeschön. Warum keine All-in-One? Eine All-in-One ist beim Ryzen rausgeschmissenes Geld. All-in-Ones sind mir nicht geheuer. All-in-Ones
haben meistens relativ schlechte Lüfter dabei mit Laufgeräuschen. All-in-Ones sind einfach zu teuer auch. Der All-in-One ist für einen Ryzen ist einfach Quatsch. Und das sage ich, obwohl ich einen custom gekühlten 2.7X habe. Ob ich es nochmal machen würde, ich weiß es nicht. Weil es bringt ja beim Ryzen auch gar nichts. Es bringt ja überhaupt nichts. Das Quäntchen mehr Kühlleistung, was du hast, das Risiko zu haben, dass dir irgendwann die Pumpe stirbt, weil da irgendwer beim Mixen der Flüssigkeit nicht ganz aufgepasst hat oder die Flüssigkeit halt mit der Zeit verdampft und du dann Luft im System hast und du vielleicht den Radiator nicht richtig angebracht hast. Ich könnte für denjenigen, für die ich die Kiste baue, könnte ich niemals mit ruhigem Gewissen sagen, ja, ich baue dir eine All-in-One ein, weil die ja so toll ist. Nein. Da bin ich auf jeden Fall voll runter. Einfach nur Luftkühlung. Wunderbar. So. Zack. Saif Mugen. Ja, habe ich früher auch mal verbaut. Auch so ein Riesentrümmer. Auch so ein Eierschneider. Die sind schon ziemlich gut. Wenn du ein X75 empfehlen kannst, welches wäre das? Ich kann aktuell noch keins empfehlen, weil ich noch mit keinem lange genug Erfahrung gesammelt habe. Das ist halt meinen letzten 2 Monaten geschuldet, die ich mit meinem Umzug verbracht habe und immer noch verbringe. Aber wir sind auf der Zielgeraden. So, Granulat. Also All-in-One-Kühlung. Die AMDs, du gewinnst nichts. Du gewinnst halt quasi nichts. Selbst wenn du mehr Kühlleistung bekommst, die 50 MHz, die er dann selber höher boostet. Wie gesagt, ich habe es bisher immer so erlebt. Die Lüfter, die bei All-in-Ones dabei sind, sind meistens Käse. Die Lüfter, die bei guten Luftkühlern dabei sind, weil die, Dankeschön. 500 Euro und Cents, weil ich kann, nach Gedanken, no, nutzen war. Jo, danke, Shane. Die Lüfter, die bei guten Luftkühlern dabei sind, die sind meistens einfach top. Noctua, Thermalright, Alpenföhn, die haben alle gute Lüfter dabei, auch Arctic. Ja, aber bei All-in-One in Wasserkühlung, immer eine heikle Sache. Also, es ist, ich weiß nicht, es ist einfach auch die All-in-One, die wir auf den 99K in dem Terrarium gebaut haben. Der Wow Homer gibt dem Stuggi ein Abo aus. Dankeschön, ja. Die All-in-One, die wir auf den 99K gebaut haben, die hat es so gerade geschafft, die CPU unter Maximallast im Zaum zu halten. So gerade. Ich weiß, der 99K ist ein Hitzkopf. Aber das war eine All-in-One für 160 Euro oder so. Was war das, ein 360er Radiator von Corsair? Und dann musst du da so eine Fummelinstallation machen, dass du mit einem USB-Plug in den Kühlblock musst und dann noch auf die Platine? What were they thinking? Kann man das nicht anders lösen? Ach nee, also geht gar nicht. Geht irgendwie gar nicht. Back to Luft, Freunde. Back to Luft, ganz einfach. So, wir brauchen die Anleitung, weil ich habe schon wieder vergessen, wie das geht. Sharp edges, use with extreme caution. Ja, scharfe Kanten, Obacht. Thermalright weiß ja auch, wie sie Geld sparen. Darum machen sie ja diesen Eierschneider hier. Was ist denn an einem i9-9900K so schlimm beim Rendern, wenn er doch auf 4,7 GHz taktet? 3. CHT doch vollkommen. Da Basti LP, wenn du des Englischen mächtig bist, schau dir mal das englischsprachige Review an. Zum Z390 Supero Mainboard. The most frustrating Z390 Board I've ever tested. Und ich denke, jedes Board verhält sich da ein bisschen anders. Bei dem war es so, du hast einmal Cinebench laufen lassen, alles gut. Zweite Mal Cinebench ist die CPU auf 3,5 GHz runter. Weil sich dieses Board an die Intel-Vorgaben hält. Und dann ist nämlich Game Over. Also, mehr brauche ich nicht dazu sagen, weil sonst schweifen wir ab und das dauert hier 30 Jahre.
So. Hoppala. Ja, für so ein Komplettsystem, was ich nicht nachher betreue, dann geht's natürlich los mit Luft. Oh, die haben neue die haben neue Paste. Die Fermerite TF4. Was geht ab? Na, wir nehmen, also wir nehmen, ja genau, also beim Aro ist Paste voraufgetragen. Ne? Schöne, weiße, klassische, viel zu dick. Aber dick ist ja egal, wird ja eh rausgedrückt. Und es ist eine Spritze dabei. Wir benutzen die Spritze. Hier. Fermerite. Hallo? Knopfdruck nicht genommen. TF4. Thermopaste. Das geht anders bei einer AIO, wenn man das Richtige kauft. Scorpion LPC, genau. Und wie viel Geld gibt man dafür aus? Und dann wofür? Beim Ryzen ist eine All-in-One rausgeschmissen Geld. Wie oft soll ich es noch sagen? 500 Mal. Ich bin nicht der Einzige, der das sagt. Nee, in der Spritze wird so eine graue sein. Wie von The Verge, genau. Ja, auf dem Kühlkörper ist ja generell zu wenig, also müssen wir dann auch noch hier auf die CPU verteilen. Ich weiß wieder, wie es ging. Es ist stinke einfach. Du nimmst einfach die originalen Halter raus. Es ist wundervoll einfach, sagen wir es mal so. Dann schraubst du die Bolzen ein. Schwengeldengel, Sam Neill, 22 Monate. Dann schraubst du hier die Bolzen ein. Natürlich mit dem Gewinde und der Kunststoffkappe nach unten. Ne? Und wenn eure Intels laufen, ist doch geil. Ihr habt eine Top-Leistung und macht es. Nur zu. Ich sag ja gar nichts dagegen. Alles cool. Ramgi, trink mal was. Nicht zu viel auftragen, Cracky Paste. Doch. Lieber zu viel als zu wenig. Nur für euch. In diesem Sinne, Prost! Wie viel kostet der Kühler? 42 Euro. Ich hatte es vorhin erwähnt. Der ist gut für Passivkühlung geeignet. Unter anderem so semi-passiv. Also wenn du eine gute Gehäusebelüftung hast, weil der Abstand zwischen den Lamellen so groß ist. Und ich habe es auch erwähnt, die wissen ja, wie sie Geld sparen. Dieses Shape hier, das haben die in millionenfacher Auflage produziert. Und das ist ja einfach nur übereinander gestopft. Aber es funktioniert gut. Er ist vielleicht nicht der hübscheste, aber er hat immerhin ein Ryzen Branding. Den gibt's auch in Orange. Und man kann damit Käse reiben. Und Eier schneiden. Hey, Mathe. Endlich jemand, der hier für Recht und Ordnung sorgt. Ja, Monty, Orange. Ist das der Aro? Ja. Der graue Aro. Fast weinrot. Sieht ein bisschen komisch aus. Leider nur noch in Grau bei meinem Factory. Echt? Die Crackpaste, sie lässt sich wunderbar verstreichen. Die Crackpaste. So. Dann setzen wir den Bügel drauf. Der hat eine Runde, eine Seite, die ist so ein bisschen abgerundet. Die kommt nach oben. Multifunky-Bügel. Und dann gibt es entsprechend die Schrauben. Also es gibt zwei Schrauben, die haben so Unterlegscheiben direkt angebracht. Die sind für die CPU-Kühlermontage an sich. Und dann gibt es lieber ein paar Schrauben zu viel. Entsprechend hier für die Ecken. So. Lalalalalala. Was wird gebastelt? Ein 2100 Euro PC. Ryzen 7 3700X. ASRock X370 Tai Chi.
Thermalright Aro in Grau. So, jetzt Aro Panikmoment Nummer 1. Das wackelt ja. Das wackelt ja, das kann ja nicht richtig sein. Doch, das ist richtig so. Das ist tatsächlich richtig so. Wenn der Kühler hier drauf sitzt und du schraubst den hier fest, dann ziehst du den ganzen Bügel hoch und es sitzt fest. Das ist völlig korrekt so, dass das hier Spiel hat. Hier oben hätte es theoretisch auch Spiel, aber da ist Schaumstoff drunter. Na, also alles gut. Keine Panik auf der Titanic. Nein, doch. Oh. Eingebaute Dämpfung. Ja, das ist halt so. Der zieht sich dann halt fest. Das ist alles gut. So. Müll. Obwohl. Gleich noch eintüten. 370 Mainboard und 3700 CPU passt doch wie die Faust aufs Auge. Genau. So. Dann wischen wir mal die Originalpaste weg. Nichts gegen die Originalpaste. Aber ich bin Profi, ne? Also man könnte den jetzt einfach so aufsetzen, ja? Jetzt nicht mehr. Ohne Paste ist ein bisschen schlecht. Die Paste erfüllt ja den Zweck, dass die Unebenheiten, die ja immer da sind, weil es gibt ja auch nichts in der Welt, was wirklich rund ist, zum Beispiel, die Unebenheiten zwischen der Oberfläche von dem Heatspreader und von der Kühlfläche hier einfach auszugleichen und damit dann eine entsprechende Wärmeübertragung herzustellen. Darum geht's. Was benutze ich hier zum Putzen? Isopropylalkohol. Gab es früher mal in der Apotheke, mittlerweile kriegt man den da wohl nicht mehr so einfach. Kann man aber auch bei Amazon bestellen zum Beispiel. Ausrufezeichen Support. 99, Baby. So. 99 cents and the bitch ain't one. Mit Doppel-P. Hi. Na? Hast du Bock auf Kühlung? So. Eine Empfehlung für 155 mm Höhe. Da würde ich tatsächlich zum Noctua irgendwo raten, zum NHU12S, aber der ist natürlich sehr teuer und mit 60 Euro. Oder halt die Arctic, die TR-Serie. Die sind auch ganz gut. Grafikkarte haben wir noch nicht gefeatured. So. Ich bin mutig. Ich versuche sie zu verstreichen. 994. Na, dann ist ja mal was hier. Da geht der Post durch der Decke. Ich habe keine Ahnung, was sie für eine Konsistenz hat. Gucken wir mal. Wir haben ja ein paar Versuche. Okay, wo ist mein Spatel? Where did the Spatel go? It's somewhere inside this ist der Spatel. Wärmeleit Kleber, das wäre schlecht. Nicht so viel. Genau, am Spatel bleibt ja nichts hängen. Hast recht. Und der Druck drückt auch überhaupt nichts auf Seite. Was ist denn das hier? Ich habe ihn auch gerade gesehen. Hallo. Siehst du, jetzt werde ich nervös. Ihr sagt, dass fast 1000 Leute dran sind. Jetzt sehe ich meinen Spatel nicht. Spatel, Spachtel. Da ist der Eislöffel. Tier 100 wird schon schief gehen. Brauchen Sie Paste? Hat jemand Paste hier? Ich will nur mal erwähnt haben, dass wir fast 1000 Zuschauer sind. Knus, rechn mal. Mr. Monocle, dankeschön. Ja.
Das siehst du, da bleibt nichts dran hängen. Überhaupt nichts. Aber nicht wieder mitkommen, ja? Und wenn es schief geht, dann kann man es auch wieder gerade biegen. Danke für euren Support, danke für die Bits. Ihr seid verrückt. So, ja, es wird. Die Ecke hier noch. Reicht. Und nie ein 100 könnte ein Picasso werden. Oh ja. Das ist wunderschön. Was ist der Altersdurchschnitt? Ich denke mal, so in eine Richtung von der 30. 1000 Mann, was los? Du machst das aber schön. Die Paste lässt es auch zu. Na, also die Paste lässt es auch zu. So, einmal aufsetzen. Wir orientieren uns hier natürlich an den... Party 100, haha. So funktioniert das mit einem Bits D. Topstream. Weiter und, so, Raviolis. Und Herr Bauer hat den Kühler falsch rum aufgesetzt. Und jetzt saugt er sich fest. Aber wir haben ja gelernt, wie das geht. Und schon ist die ganze Paste im Eimer. Oh, Idiot. So, egal. Es war eh zu viel, ne? So, okay. Irgendwas habe ich aber im Karton vermisst, oder nicht? Ach, der ist schon rausgefallen. Knurro, brauchst du diesen Fermeride-Schraubendreher? Diesen niegelnagelneuen Fermeride-Schraubendreher? Benötigst du den? Oder darf ich den benutzen? Ich hab das gar nicht mitbekommen, dass der rausgefallen ist. Nun bist du aber schief gewickelt, D. Ah. In einer Stunde 18. Holy guacamole. Was, den gibt's dazu? Den brauchst du auch, weil eine Schraube verschraubst du hier. Zweite Schraube verschraubst du da. Und dann so, ne? Aufsetzen. Und dann geht's hier oben durch. Da muss man sich einmal hinstellen, dass man auch guckt, dass der richtig über dem Löchlein sitzt. Und dann kann man hier so das Ding dann verschrauben. Der Schraubendreher ist der absolute Hammer. Den kannst du für alles benutzen. Den kannst du zum Bohrlöcher anmarkieren benutzen. Ja, mit einem Hammer kannst du einmal schön in die Wand hämmern. Der kann alles. Der macht alles mit. So, tippili toppili top. Zack, zack. Don't stop. Wo ist überhaupt die Anleitung? Was mit der Volkszählung? Warum waren da keine Anleitung bei? Warum übersehe ich heute alles? Mindergift, die verkauft ihr noch einzeln für 11 Euro. Oh Mann. Das ist schon mal ein bisschen viel Geld, oder? Ja, man braucht schon eine Anleitung für den Aro, ne? Man versteht's ja. So, okay. Es sind Bügel dabei für Lüfter. Auch für theoretische Push-Pull-Installationen. Das heißt mit zwei Lüftern, ne? Einer drückt, einer zieht. Problem ist halt immer, der ziehende Lüfter macht halt schnell ein Ansauggeräusch. Das ist ein bisschen minimiert hier bei dem Kühler, weil er diesen breiten Lamellenabstand hat und er in der Mitte die Lamellen ein bisschen nach innen gewölbt hat. Das sieht man so ganz schön. Ja. So, aber wir gucken mal. Ich muss jetzt tatsächlich mich einmal orientieren, wie war denn das? Ach ja, man fädelt das ja hier ein, ne? Hätte man auch vorher machen können, aber ist schon okay so. Ich werde schon das Loch treffen, ne? Haben wir. So, hier oben auch durch.
Zack. Ist das so rum richtig? Fragen über Fragen. Ja, 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 das ist so rum richtig. Okay. Dann den hier auch. So. Einmal drunter kicken. Ich gehe mal auf die Knie, ne? Super. Flügeltüren installiert. Wir werden die Welt erobern. Hallo 1000, herzlich willkommen bei Ravioli. Wir sind die Erfinder des deutschen Let's Plays. Aber wir haben es durchgezockt genannt. Wir machen Videos seit 2007 auf YouTube. Gut, in letzter Zeit, in den letzten Jahren mache nur noch ich das. Aber hey, auf diesem Kanal hier gibt es ein granatmäßiges Team. Wir sind 7, 5 von uns streamen regelmäßig. Mario Maker, Retro Games, sonst noch was für komische Side-Scrolling-Adventure-Games. Man kann auch abseits von Samstag mal einschalten. So. Natürlich muss man das machen. Hallo, wenn gerade so die Reason-Crowd da ist. Und ich kenne die Jungs alle. Die haben sich nicht eingekauft oder sonst was. Wir biegen mal hier ein bisschen bei. Guck mal, hier ist so ein bisschen... Hier ist so ein bisschen mäh. Guck mal da. Mäh. Und dann drückt man hier einmal. Und dann ist plong. Und dann ist wieder gut. Es gibt andere Tage. Oh ja. So, okay. Hier am Lüfter selber ist ja natürlich der Stecker, wo man den ans Board steckt. Und wir machen jetzt hier mal dieses Crap-like-Band ab. Boah, Cracky. Ey, Video geht 40 Minuten und hat noch nicht mal einen Kühler drauf. Hier 1000 Bits für die 1000 Zuschauer geschafft. Gratulation. CSK 22222, der Wahnsinn. Dankeschön. Die Enkoppelpacks nimmst du wohl nicht? Doch, die nehme ich sehr wohl. Aber Krex ist der coolste. Danke, Busy. Die Enkoppelpads nehme ich sehr wohl. Ich wollte aber erstmal gucken, wo ich die denn anbringen muss. Wenn ich ganz ehrlich bin. Da sind Entkoppler bei. Okay, da schnappt es rein, also sitzt der Lüfter in etwa auf der Höhe. Das heißt in etwa hier so, ne? Ja, okay. Es sind Gummipads dabei, die klebt man tatsächlich auf die Kühllamellen in die Ecken. Hier so. Damit das Ganze ein bisschen entkoppelt ist. Dieser minimale Luftstrom Einbuße ist absolut irrelevant. Man verhindert dadurch halt einfach, dass sich hier eine Resonanz bildet und die Käsereibe Party macht. Ja gut, ich mache halt PC-Bastelei, daran sind die Leute interessiert. Das ist sehr außergewöhnlich. Gaming-Streams sind natürlich, findet man gerade auf Twitch natürlich auch wie Sand am Meer. Was überhaupt keine Kritik sein soll, weil die Jungs sind alle total Tüfte. Ich bin immer total traurig, wenn eine Sendung mal unter der Woche ausfällt, weil ich lasse mich einfach gerne nebenher berieseln, schaue mir Games an, die ich selber nie spielen würde. Der Mattis hat zum Beispiel ganz viele RPGs auf dem Super Nintendo zum Besten gegeben, angefangen bei Mystic Quest, Legend, Terranigma gespielt, Soul Blazer, Lufia. Total geil. Es ist voll cool, das dann gemeinsam da zu erleben, mit der Community auch dabei. Und ich kann es jedem nur raten, schaut ruhig mal vorbei, die Jungs beißen nicht, sagt mal Hallo. Es ist ein anderer Inhalt, ist ganz klar. Und es ist heutzutage in der Welt halt so, ne, wie viele Leute da draußen haben Netflix und schauen sich Sendung XY an. Ich selber habe kein Netflix, weil ich nicht einsehe. TV ist mir einfach zu passiv. Da habe ich keine Maus in der Hand, da schlafe ich ein. Gut, am PC können wir es auch gucken. Aber nee, lass mal. Und das ist halt heutzutage so. Alle schauen selektiert und wir haben es gelernt, damit umzugehen. Nur bitte nicht einfach nur wegen, weil am Kanal steht Ravioli und du kommst in einen Stream rein und Mattis zockt gerade, keine Ahnung, F-Zero auf dem Super Nintendo. Und dann, naja, ich bin ja jetzt im Ravioli-Kanal, also kann ich jetzt eine Hardware-Frage stellen. Das ist der falsche Weg, so funktioniert das nicht.
Da gibt's auch schnell einen mit dem Hammer auf den Kopf. Danke für den Host übrigens, Tiefflieger. So, wir haben die Pets angebracht. Einigermaßen stimmig, würde ich sagen. Und wir richten den Lüfter jetzt so aus, dass das Kabel hier nach unten guckt. Oben ist das TR-Logo. Tomb Raider. Und dann loggen wir das hier ein. Zack. Cheer 100 ml Destructoid 100 beim Aro drückte bei mir der Lüfter einen Rahmenriegel leicht weg. Musste der N schwarzen Rahmen etwas abschaben, Radiomat. Ölen, was hast du für ein Board? Würde mich interessieren. Wir legen das Lüfterkabel, weil es sehr lang ist, einmal hier hinten rum. Kommen hier hinten wieder. Und gehen natürlich an den CPU-Fan 1. Das ist der hintere von den beiden. Asus Prime X470 Pro Cheer 100. Alright. Ja, ja, es ist so, wenn du vier Riegel drin hast, kann das natürlich mal schnell Party machen. Ich bin unsicher, ob das der optionale ist oder der untere. Es stehen irgendwie beide dabei. Aber ich glaube schon, dass der hier CPU-Fan 1 ist und der da drunter ist der optionale. Müssen wir mal sehen. Ja, Stichwort RAM. Ich würde das auch immer so machen. Ja, tut euch den Gefallen und montiert hier den Kühler halt im fliegenden Aufbau auf den Tisch. Sagen wir mal das Beste, was ihr machen könnt. Und ab dafür. So, ja, hier. Die RAM-Bänke sind schon geöffnet. Sie freuen sich schon. Die neuen 570er ASRock, mit denen tue ich mir tatsächlich auch schwer, bin ich ganz ehrlich. Mir gefällt zum Beispiel an dem Taichi nicht, dass es nur einen USB 3.0 Header für die Front hat, einen klassischen, während das kleinere Extreme 5 zwei hat. Verstehe ich nicht. So, okay. Ordnung ist das halbe Leben. Also räumen wir kurz auf. Wiegt das Ganze mal. Sollen wir das Ganze mal wiegen? Meine Frau hat die Küche eingeräumt. Wir sind ja umgezogen. Ich habe keine Ahnung, wo unsere Küchenwaage ist. Cracky, trink was. See you. Pff, was? Der ist nicht so schwer. Wie schwer ist denn der? 880 Gramm. Fast ein Kilo. Knuro hat nichts geschrieben, ob er den Schraubendreher haben will. Ich glaube, der ist einfach nur fertig. Ich glaube, der heult gerade auf seinem Sofa und fragt sich, warum habe ich keine All-in-One-Wasserkühlung? Das hast du falsch verstanden. Perlen für die Säue. Absoluter Quatsch. Ach ja, ich hätte eine dieser Tüten tatsächlich nehmen können. Sehr praktisch. Sehr praktisch, diese Tüte hier mit der Nummer 4 drauf. Ja, diese Tüte ist schon prädestiniert dafür, die vier Schrauben, die man ursprünglich am Mainboard entfernt hat. Wo ist die Nummer 4? Nummer 4 lebt nicht mehr. Da ist sie. Aufzunehmen, inklusive natürlich der Original Dinger. Könnte man gut gebrauchen, ich sag dir das, ey. Bohrlöcher damit anhauen. Ach Mist, man sieht, dass meiner gebraucht ist. Nein, du kriegst den natürlich. Okay. Originaldinger. Ja, also die Kunststoffbügel, ne? Die Kunststoffaufnahme. So, wir holen unseren Rambazamba, Baby. Ja, RAM. Wir gehen auf 32 GB bei einer 2.100 € Maschine. Durchaus sinnvoll. Zurzeit ist der RAM ja relativ günstig. Ein Kit von Crucial. Crucial Ballistics Sport Gaming Me. Was? Sport. Ballistics Sport. DDR4 3.200. 2.100 €. 2.100. Habe ich 2.900 gesagt? Was weiß ich. Nein, 2.100, liebe Freunde. 100, nicht 9. Wo ist die originale CPU-Sockelschutzklappe? Das ist kein Intel-System.
Höllenmaschine hat 64. Ja und? Die Höllenmaschine, da kostet das Gehäuse fast so viel wie unser ganzer Rechner. Ja, das sind die Crucial Ballistic Sport. Wenn ihr ein Asus Mainboard nimmt aus der TUF-Serie, das passt optisch perfekt dazu mit seinen orangenen Elementen. Wir wollten ursprünglich das Dual-Channel-Kit. Haben jetzt aber quasi das Vier-Riegel-Kit genommen. Weil das kurzfristig lieferbar war. Es optisch etwas ansprechender ist, wenn alles belegt ist. Und es war tatsächlich 3 Euro günstiger. Es kam nämlich 155 Euro. So. RAM ist montiert, Baby. Drei Euro günstiger als das Dual-Channel-Kit. Und das Dual-Channel-Kit wäre nicht mehr rechtzeitig gekommen. Das sind 4x8, also 32. So. Zack, zack, zack. Immer mehr Zeug, Zeug, Zeug. Geld, Geld, Geld. So, okay, weiter im TXT. Wir Mähdrescher einsatzbereit. Wir brauchen Laufwerke. Jetzt bereue ich es ein bisschen, dass ich ihn schon verbaut habe. Ah. Es wird aber ganz schön eng, die jetzt zu verschrauben. Hoppala. Oh nein, ich ahne Schreckliches. Wir bauen unser Systemlaufwerk ist eine Samsung 970 Pro NVMe SSD, 512 GB. Alle gucken mal, vielleicht passt's ja. Vielleicht kommen wir da ja hin. Wieso Pro? Die war. Ja, die hat halt noch die geilen Zellen, ne? Die hat halt noch die schnellen, immer schnellen Zellen. Darum ist es die Pro geworden. Das war einfach, die war auch gegenüber der Evo zum Kaufzeitpunkt, hat sich die einfach gelohnt. Die Evo Plus hat ja schon wieder diese nicht so haltbaren Zellen. Fragt mich nicht nach Details, aber es ist so. So, hier mal. Warum sind hier 2 Schrauben drin? Hä? Was ist das für ein Schraubentütchen und wo kommt es her? Es ist, glaube ich, aus dem Thermal Grizzly Ding gefallen. Hier sind die Schrauben. Alles ist besser als QLC, ja. TLC, war das nicht Chasing Waterfalls und schieß mich tot? Und danke fürs Abo übrigens. Heilkunst. Sehr nett von dir. So, das wird jetzt Nervenkitzel. Geht alles, Freunde, geht alles. Zack, fertig. Ah, 79 Pro verbaut. So, dann haben wir hier natürlich unseren zweiten Slot, den belegen wir tatsächlich auch. Der ist ja nur mit PCI Express Generation 2 angebunden. Das heißt, da muss es dann nicht so eine 970 Pro sein, da kann es dann auch etwas einfacheres sein und man bekommt einfach mehr Dingensbummens, mehr Kapazität fürs Geld. Und da haben wir hier für 140... Hat die keinen Kühler? Nein, zum Glück hat das Board keinen Kühler. Also, was heißt zum Glück? Die Kühler, die bringen halt nichts. Eine Corsair MP300. MP3 kennt jeder. MP300. Auch hier wieder... was sind das für Zellen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das ist TLC. Ja, ist eine Generation 3 Zweifach SSD. Sie wird ein bisschen eingebremst durch den Slot, ist aber immer noch deutlich schneller als eine normale SSD und mit 960 GB für 140 Euro in etwa ist das schon ganz okay. Und ich meine, die Kühlkörper, ich meine,
Hauptsache, die SSD liegt oberhalb der Grafikkarte. Das ist doch eigentlich ganz gut. So. Ja, und das wird unser Gaming-Laufwerk. Ja, während das System halt auf der Samsung landet, wird das hier für die großen Games, sage ich mal. Ja, für die Spiele, die dann massive Ladezeiten haben. Da profitiert man dann davon. Ja, zwei NVMEs. So. Ist ja auch eine 2000-Euro-Maschine. So, Schraube Nummer 2. So. Ja, ich wollte die alten Zellen haben. Die halten länger. Sagt man so. So, das wäre dann, glaube ich, auch unsere... werden dafür SATA-Ports deaktiviert auf dem Board? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass gewisse Ports von den 10 Stück, die das Board hat, deaktiviert werden. Das glaube ich schon. Aber das Board ist ja nicht geizig, was SATA angeht. Also insofern sind wir fein raus. So. Schön wieder einpacken. Ich weiß es nicht. Wir müssen im Handbuch gucken. Wir müssen im Handbuch gucken. L ist leider 2002 von TLC oder was? Not good. Ran schon eingebaut. Ja, definitiv. Crucial Ballistic Sport in der Tough Edition, damit ich gleich die Optik zerstöre. Damit es nicht mehr schwarz-weiß ist, sondern auch noch gelb dazu kommt. Das passt wunderschön zu den Tough Mainboards von Asus. DDR4 3200, 32 GB sind das. Selbstredend werden SATA-Anschlüsse gebraucht. Selbstredend, Freunde. So. Sind Micron E, steht sogar drauf. Say what? Bei Micron. Ja, bei Micron. Wo ist E? Wo steht E? Wo ist das E? Where did the ego? Was ist denn mit dem Ego? Keine Ahnung. Limited Lifetime Warranty. Timings? CL16, 18. 18, schieß mich tot. 154 Euro. Der unterste PCI Express Slot fällt weg. Danke fürs Handbuch lesen. Das Ego ist riesengroß. Welche Micron gibt es sonst? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass es Micron E sind. E-Dice. Also keine I. I wären 32CL15. Okay. Ich weiß nur, dass sie funktionieren. Also die Kombination aus CPU und Board. Ich musste das Board ja vorher updaten. Die Kombination. Wie viel Platz ist noch zwischen RAM und Lüfter? Cheer 100. Kein Platz. Danke fürs Abo. Also wir liegen direkt an quasi. Das ist Full Contact. Ne? Wir liegen direkt daneben. Aber es ist alles gut. Bei mir war es noch 1,5 mm mehr. Also, dass der Kühler rüberging, oder was? Sag mal, das passt. Das passt. Okay. Ich meine, normalerweise empfiehlt es sich ja bei Ryzen, zwei Riegel zu benutzen. Und dann hast du die Slots belegt. Dann bist du da fein raus. Ja, aber es passt. Alles gut. Passt wie die Faust aufs Auge. Das erzeugt Strom! Wer das nicht macht, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Warum eiert das? Wer fühlt sich dabei getriggert? Alle mal hier 3DFX-Liebe posten. Entschuldigen Sie mich kurz.
Warum steht das hier alles so voll? Will jemand einen Rechner bauen? Keiner hat die Absicht, einen Rechner zu bauen. So, einmal Wasser weggebracht, einmal Wasser geholt. Und einen Haartrockner. Was zur Hölle? Warum sind da zwei Aufkleber drauf? Der hat aber auch. Der muss auch weg.
Oh Mann, ey. Der Sack. Warum mache ich das überhaupt? Nicht nur wegen der Optik. Auch ein bisschen Unwucht. Ist ein bisschen doof. Brauchen wir nicht. Wollen wir nicht. Sieht man eh nicht. Aber egal. Wer sind diese Rocket Beans? Fragt unsere WhatsApp-Gruppe. Keine Ahnung, wer das ist. Die machen Werbung. Werbeclips. Aber Rechner bauen live, das traut sich halt keiner, weil die haben alle Angst, es zu verkacken. So, nochmal mit Alkohol. Dann ist auch alles gut. Du hallst. Ich halle. Wieso hall ich? Nichts mehr machen, du hallst. So. Nee. Dann hast du zwei Tasks offen. Hier halt. Halt, stopp. So. Jetzt triggert einen dieser Kreis. Nein. Wey. Ich weiß, dass Hardblocks sowas auch gemacht hat. Wegschleifen. Mach Aufkleber wieder drauf. Der Punkt triggert euch mehr. Nein! Ah. Just for the lulz. So. Zack! Das ist ein Referenzföhn. Ja. Referenz-Haartrockner. 3000. Ah, Mann, bist du heiß. 3700X. X370 Taichi. 32 GB. Crucial Ballistic Sport. Thermalright Aro. Die graue Variante. Und Fractal Design. Schieß mich tot. Wie heißt es? Define R6. Bla bla bla. Jetzt eine LED drauf. Ravioli-Sticker für sowas. Können wir sich schon überlegen. Ja, aber die genau mittig aufkleben ist halt schon schwierig, ne? Aromatisch Ryzen gut. Leicht kopflastig jetzt. Apropos Folie. Wir können hier die Folie auch schon abmachen. Bevor wir nachher nicht mehr drankommen. Macht doch ein Smiley auf den Lüfter. Mit dem Edding, ne? Das ist eine super Idee. Können wir gleich einen Penis drauf malen. Ich hab's versucht, so langsam wie es geht. Das ist nicht so einfach. Der PC ist für den Knurunculus. Das ist eine Gaming-Maschine mit der Option auf Streaming.
Hey. Wow. Multiple Abziehorgien. Das ist das X370 Tai Chi. Hi. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, da oben steht's, aber da ist, glaube ich, die SSD drüber, ne? Ja, ja, hier, hier, da sitzt man, da sieht man noch X370 und Tai Chi. Gesundheit. Na? Was für M2 SSDs? Eine 79 Pro 512 GB und eine MP300 von Corsair mit 960 GB. Abziehorgien für das Land. Ah, der Kühler ist ganz schön warm. Warum denn das? Ja, Thermalright Aro. Einfach luftgekühlt. Aromatisch gut, Freunde. So, wir tun das mal auf Seite. Hier nochmal fürs Protokoll. Man muss es vorher updaten mit einer funktionsfähigen CPU, die da drauf läuft. Ja, dass die Boards sind Ryzen 2000 ready. ASRock hat sich ja die Arbeit gemacht und 20.000 Mainboards händisch geupdatet in Holland, bevor sie wieder in den Markt kamen. Aber mehr auch nicht. Also ein 2000er Ryzen kannst du direkt drauf laufen lassen. Aber alles darüber wird schwierig. So, ja, dann machen wir uns mal ans Eingemachte jetzt, ans Gehäuse. Das ist leider mein absoluter View-Blocker hier. Das ist echt nicht so easy. Ich muss mal gucken, ob ich meinen Monitor vielleicht anders hinstelle. Kicken wir mal. Das sieht besser aus als das X470. Finde ich auch, ja. Geht mir genauso. Mir gefällt es optisch auch besser. 370 reicht doch nur für 36. Wer sagt so einen Quatsch? Die VRMs sind super. Der 3900X läuft auf meinem Grafikkartentestsystem, was auch das X370 Professional Gaming hat, wie eine 1. Der boostet sogar auf 4,6. Kann man den Francis bitte mal auf die Mütze hauen? Prösterchen. So. Ja. Umrühren. So ist, glaube ich, ganz gut. Wir gucken mal, ob das klappt. Natürlich wird der 3950X auch laufen. Das Update wird vielleicht nicht am ersten Tag kommen. Aber ich kenne da jemanden, der macht diese Updates. Dann funktioniert das. So, so. Denn mein Vorteil ist, Mods haben Urlaub. Na, ist egal. Genau, ich kenne jemanden, der kann den Jungs in Taiwan auf die Mütze hauen und dann machen die ein Update. Und fertig ist. Ja, don't feed him. Don't feed him. Feed him. Don't you need the freedom? So, das funktioniert. So sehe ich da alles. Das ist auf jeden Fall besser für mich jetzt vom Setup her. So sehe ich mein Kamerabild in der Kontrolle. Ich sehe den Chat. Alles cool. Wir bereiten jetzt unser Gehäuse vor. Mein Plan ist im Prinzip nicht vorhanden, weil ich das Gaze bisher noch nicht verbaut habe. Was wird heute verbaut? Ein wunderschönes Gaming-System für 2100 Euro mit einem Ryzen 3700X. Lassen Sie sich berieseln. Viel Spaß! Den Lüfter hier hinten lasse ich vom Mainboard steuern, weil die Lüfter, die hier verbaut sind, sind halt allesamt... wartet mal. Erzähl keinen Quatsch. Sind halt allesamt 3-Pin, also mit DC-Steuerung. Und das ist eine kleine Blödheit an dem Tai Chi. Das Tai Chi hat eigentlich nur zwei Steckplätze für Lüfter, wo es auch DC-Steuerung ermöglicht. Und da wir hier 3 Lüfter drin haben, haben wir halt schon ein Problem. Würdest du einen 3000 Ryzen auf dem B450 betreiben oder eher nicht?
Kann man schon durchaus machen, habe ich selber noch nicht benutzt. Klar kann man das machen. Aber wenn man neu kaufen würde, würde ich persönlich preis-leistungsmäßig lieber, wie heißt es? Ein X370-Board nehmen. Ich war kurz abgelenkt. Der öllert wieder nicht. Der blöde öllert. Ja, ich würde X370 nehmen. Biostar X370 GT7, 80 Euro, 1A VRMs. Sieht sogar gut aus. Und es hatte sogar das Biostar X370 GT7, was ja in meinem Streaming-PC steckt. Ich habe mir ein Backup-Board geholt für Redundanz und so, damit mein Streaming-PC 1:1 weiterlaufen kann, falls da mal was passieren sollte. Das Board habe ich mir vor 2,5 Monaten gekauft. Es hatte sogar schon ein Argesa, Combo-Argesa BIOS drauf. Das heißt, der 3000er wäre damit sogar gebootet. Ne? Also wenn ich neu kaufen würde, würde ich halt eher eine X370-Platine schießen noch. Aber das ist meine Meinung. Alle ticken da anders. Alle sagen dann X470, 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 B450. Und ich denke, ich gucke mir die Preise an und sage nur nein. Aber so tickt jeder anders. Man muss natürlich vorher sicherstellen, ob es ein BIOS gibt für das Board. Das ist natürlich immer das A und O. So, ja, wir schauen hier mal hinter. Lüftersteuerung. Wie funktionierst du? Du bekommst Saft über SATA und dann machst du PWM. Ja, das ist doch geil. Das Gehäuse hat eine wunderschöne Lüftersteuerung integriert, die man dann hier regeln kann. Dann würde ich tatsächlich sagen, machen wir es, wie ich es mir so ausgemalt habe. Ich hänge die beiden Lüfter, die vorne dran sind, an diese Lüftersteuerung und den rückwärtigen hänge ich an den einen Anschluss, der DC kann. Und das bereiten wir dann erstmal vor. Der Festplattenkäfig kann komplett umgebaut werden, siehe Handbuch. Ja, okay. Die funktioniert nicht gut. Okay. Lass dich überraschen. Wenn ich sie wenigstens steuern kann, habe ich schon mal gewonnen. Gegenüber maximaler Drehzahl, was halt das Board dann so macht. So. Die Lüfter sind hier spezifiziert mit 1000 Umdrehungen, steht drauf. Das sind 140er. Und die sind halt auch schon genauso angeordnet, wie man es eigentlich haben möchte. Ne? Also zwei Stück vorne, leichter Überdruck im Case. Dann ist es eigentlich ganz cool. Wie kommen wir denn am dümmsten hier hin? Einer muss oben rumgehen, der andere muss unten rumgehen. Okay. Dann hängen wir den hier. Fan 6. Was steht da dran? Fan 3, Fan 1, Fan 2, Fan 5, Fan 6, Fan 7, Fan 8, Fan 9. Okay. So, Nummer 1. Die hier sind vierpolig, PWM. Können wir den unten rumlegen? Das ist zu kurz, ne? Schade, dass wir so quer gehen müssen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber man sieht es ja auch nicht, weil vorne die Blende ist. Gibt Schlimmeres. Zack. Du bist Fan 10. Das ist super. Fan 10, Fan 10. Die Kabelbinder werden einfach immer länger. Ich kann nichts machen. Die kommen, die wachsen so schnell raus. Habe ich auch irgendwo kürzere? Let me have a look into the big Schrank. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich nicht mit JZ Elektronik spreche, ob er nicht überlegt, dass er noch mal ein paar X370 Taichis einfliegen lässt. Weil JZ Elektronik updatet das BIOS nämlich generell beim Kauf einer Platine. Und seine Preise sind mehr als konkurrenzfähig. So. Ring-a-ling-ding-dong. Cow-diddly-dow.
machen wir das doch hier einfach mittig rüber und gut ist. Oder? Ne, oben rum, ne? Ja, machen wir hier oben. Machen wir hier oben. Okay, alles klar. So. Ah ja, Kabelmanagement. Wer hat mit diesem Begriff überhaupt angefangen? Monty 1 muss man weißen Gehäusen lassen. Sie sind sehr kamerafreundlich. Und man sieht tatsächlich, was man macht. Man sieht, wo man ist. Alles ist besser als irgendein schwarzes Loch. Mogilei! Salve! Was geben? Hiermit beantrage ich Gelder für eine Zweitkaffeemaschine für den Schreibtisch. Was? Höher in die Lüftersteuerung stecken. Ja, dann sind wir ja... Achso, ja. Dann sind wir ja Fan 9 und 8. Ja, können wir machen. Ist ja eigentlich Latte, ne? Hauptsache, die Lüftersteuerung braucht keine Kühlung, nicht wahr, Monty? Ah, das war lustig. Jetzt filmt ihr mich natürlich dabei bei den Sachen hier, die ich nicht kann. So frei nach dem Motto. Das war witzig. So. Einmal peachen. Ja, ich hasse das auch. Ich hasse das wie die Pest. Jedes Mal, wenn ich Grafikkarten auf Wasser umbaue, ich werde wahnsinnig, wenn du diese ganzen Klebepads verteilen musst. Und dann die scheiß Folien abziehen. Da wirst du wahnsinnig. Das Geräusch, was sich wie eine laute Festplatte anhört, das ist mein fucking Stuhl, Freunde. Hier hörst du halt alles. Schade, dass ich meine Uhr noch nicht aufgehangen habe. So, das war das. Jetzt verbauen wir Laufwerke. Laufwerke, Laufwerke, Laufwerke. Mir wurde jetzt schon 5-mal nahegelegt, doch mal ins Handbuch zu gucken. Bei dir hat sie ganz leicht gefiept. Das war nervig. Okay. Ja, aber selbst mit Cuttermessern wirst du wenn du ein bisschen grobmotorisch veranlagt bist, dann kriegst du die Pimpernellen. Das ist ein R6, ja. The Builder's Guide. Das ist aber eine Sprache, die ich nicht beherrsche. Oh, verdammt. Ist das nur auf Englisch? Nein. Ach, das ist einfach nur... Das ist jeweils Multilanguage. Entfernen, entfernen, entfernen. Ja, 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 okay. Genau, bauen Sie mal als erstes das Board ein. Wenigstens ist auf dem Board schon mal der Kühler drauf. Wenigstens sagen Sie, bereiten Sie das Board vor. Das finde ich gut, okay. Da gehe ich mit konform. PWM-Hub. Install 2.5-inch Drive. Ja, Washers. Und Dingensbummens. Ja, man kann die halt umsetzen. Man sieht ja hier die Arretierungsmöglichkeiten. Dementsprechend machen wir gleich auch. Und man kann ihn dann halt platzieren, wo man will. Also in den Luftstrom oder nicht in den Luftstrom. Rein in der Kartoffel, raus in der Kartoffel. Wie man will. 5,25 Zoll Drive installieren. Genau, machen Sie das auf, schieben Sie das rein, schrauben Sie das fest. Dann ist ja alles gut. Ja, man kann den Türanschlag verändern. Knurru, Türanschlag, was meinst du? Was willst du tun? Können wir auch noch vor Ort machen. Das Board ist ja immer noch nicht drin. Ja, sicher. Wieso auch? Wofür auch? Von Tom kann aber selbst Cracky noch was lernen. Er hat es einfach drauf. Ja. Ist ja auch sein Job. Aha. Securing 3.5 Drives for Transportation. Achso, da kann man die securen. I got it. Ja, alternative Methode für die 2,5 Zoll Laufwerke. Grafikkarte. Vor alles andere hängen, damit man ja nichts mehr am PC machen kann. Tolle Idee. Ja, ja, kenne ich alles. Okay. Der Tom von Case King. Käsekönig. Monty kam halt zu spät. Da war alles schon erledigt. Die waren doch alle nur da und der Tom hat gemacht.
Und Senkili hat gesagt, dass er die Verblendung auf dem Board wunderhübsch findet, weil man will ja nicht die hässlichen Bauteile sehen. So. Sata Saft, wunderschön. Ich finde das eigentlich ein bisschen dumm, dass das hier gezwirbelt ist. Guten Abend, Prinko, grüß dich. Ja, ja, ich mach schon. Ich zwirbel schon. Zwirbel hier, zwirbel da. Ich denke mal, den obersten kann man drin lassen, beziehungsweise durch einen Kabelbinder ersetzen. Ja, die Fein R6, wie sie alle das Gehäuse kennen. Der Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Na, kriegen wir den da hinten rum oder nicht? Come on. Come on. I did it. Können wir Zwirbelhirbel hier aufmachen? Ja, Alertbox ist leider abgestürzt. Ihr habt sie zerstört. Es tut mir leid, aber du hast wohl recht mit deinem Bits. Dankeschön. Oops, I did it again. Zack! Ah, es ist immer ein gutes Gefühl, Kabelbinder abzupitchen. Dieses altmodische Zeug. Sag mal, wie viele Festplatten machst du rein? Erstmal eine. Wir haben zwei NVMEs schon verbaut. Ist ja cool. Wird einfach da hinten eingesteckt. Ach, wird so. Ah, ja. Also hier ist so eine kleine Nase. Und die steckt man da hinten rein. Und dann wird es hier vorne arretiert. Schönes Ding. Cool. Ototero. Servus. Werden die Gehäusefans also nicht vom Bord geregelt? Oder wie funzt die Fansteuerung? Doch, du hast dann einen PWM-Header. Und mit dem gehst du ans Board. Nur der Strom kommt dann vom Netzteil, von SATA. Und ja, das ist ein kleiner Nachteil am Tai Chi, dass es DC-Steuerung, also Steuerung für 3-Pin-Lüfter, nur an zwei Anschlüssen ermöglicht. Und das ist der CPU-optionale Anschluss, der direkt neben den CPU-Fan sitzt, und der Gehäuseanschluss Nummer 3. Zwei Anschlüsse für DC, wir haben drei Gehäuselüfter mit 3-Pin. Das funktioniert nicht, weil dann müsste ein Lüfter dann noch Volldampf laufen. Also benutzen wir für die beiden vorderen Lüfter die Lüftersteuerung und für den rückwärtigen gehen wir dann an den CPU-Optional, den regeln wir dann über das BIOS. Ja, wir verbauen eine Festplatte. Ihr kennt mich, was kommt für eine Festplatte rein? Wofür verbaut ihr eine Festplatte? Festplatten sind laut, Festplatten sind doof. Was will man mit Festplatten in 2019? Der Mann hat 2300 Steam Games. Seagate Skyhawk! 4 Terabyte. So. Da brauchen wir dann Zubehör, was dabei ist. Dann nehmen wir uns dann 4 Terabyte. Oh, der Mann will aber viele installiert haben. Also
Das sind die ganzen Washer hier. Da brauchen wir 4 Stück von. 1, 2, 3, 4. Da müssen wir ja nicht alle von rausholen. So, Kabelbinder. Das ist das schön, mal einen neuen PC zu bauen, komplett. Ist ja ein Träumchen. So, da ist die Montagehilfe. Und das sind die Schrauben. Die Festplatte vibriert null. Die Skyhawks sind ja echt gut. Ne, Store im Ei richte ich nicht ein. Dafür haben wir halt die extra SSDs. Er spielt gerne Indie. Sehr gerne Indie, darum sind es auch so viele Spiele. Und die Games sind ja meistens sehr kompakt und machen es jetzt nicht unbedingt notwendig, dass man so eine riesen Platte am Start, so ein schnelles Laufwerk dann am Start hat. Und das ist halt wieder eine Zusatzsoftware, die laufen muss, und das macht es dann tendenziell halt auch eher wieder komplizierter im Alltag. Und das möchte ich eigentlich vermeiden, und das war falsch. Hier kommt ein Ryzen 7 3700X rein. 32 GB RAM. X370 Platine. Und wir bereiten gerade unser Gehäuse vor, indem wir die Laufwerke verbauen. 4 TB Festplatte. So, mal hinlegen. Kicken. Und schrauben. Ja. Ja, könnt ihr ja ausrechnen. Board 170, Gehäuse 110, RAM 150, System SSD, weiß ich gar nicht. Verdammt. Ich glaube, die kam auch knapp 100. Gaming SSD 140, 4 TB Datengrab, knapp ein Huni. Ja. Fehlt ja noch Netzteil. Grafikkarte. Festplatte verbaut. Hängen wir mal hier halb in den Luftstrom mit rein. Wunderschön. Sehr geil. Sehr cool gemacht. Sehr, sehr cool gemacht. Die sind nur von Haus aus immer so fest gezurrt, die Dinger. Nö, die werden nicht warm. Also mit den Skyhawks fahre ich jetzt seit 2 Jahren. Total glücklich bin ich mit denen. Ist das richtig? Der ist einen zu hoch. Für 2,5 Zoll könnten die so eng beisammen, ich sehe schon. Das ist eigentlich ganz cool. Also irgendwie bin ich da nicht richtig. Es müsste eigentlich dazwischen passen. So. Okay. Airflow halber. Bauen wir auch noch einen aus. Und bauen wir da auch noch einen.
Er hat noch ein altes Datengrab, was wir höchstwahrscheinlich auch mitnehmen. Und darum lasse ich die Halter mal da, wo sie sind. Ich könnte den theoretisch noch einen höher setzen. Kann ich aber nicht, weil... da ein Laufwerk reinkommt. Was? 2019 und der verbaut ein optisches Laufwerk? Aua. Ein DVD-Toaster. Sein Beruf macht es notwendig, dass er ab und zu mal eine Silberscheibe einlegen muss. Grund genug. Und schön, dass es solche Gehäuse noch gibt. So. Wir brauchen nur die passenden Schrauben. Feines Gewinde. Sind das diese Bolzendinger hier? Warum? Nee, nee. Blu-ray war nicht gewünscht. Blu-ray gibt's am Fernseher, am 4K-Fernseher. Und wie geil! Es wird einfach klassisch verschraubt. Super gut. Keine komische Halterung. Irgendein Kappes. Ah, ich feiere das. Das ist schon ein gutes Gehäuse. Das sind 5 Pluspunkte. Ja, ich verstehe schon, warum die nicht mehr bedacht werden. Man muss ja Wasserkühlung haben und man muss ja Gehäuselüfter haben, die hinter einer Glasscheibe sitzen, weil Glas ja so gut Luft durchlässt. Ich verstehe das schon. Schmeiß weg. Ist schon spät. Ja. Ist halt Bastelnacht. Heißt ja auch Nacht. Ich hasse Rändelschrauben für sowas so krass. Gleich bist du weg. Warum diese Rändelschrauben, wenn du es eh nicht mit der Hand reingedreht kriegst? Entschuldigung. Ja, ist Glas nicht luftdurchlässig? Glas wird doch eigentlich aus Sand gemacht, oder? Nicht? Ach, das ist für RGB und FPS und Optik. Falsche Adresse. Hier gibt's auch keine Tischpflanzen. So, umdrehen. Ich hasse Rändelschrauben so krass für sowas. So unnötig. Ja, die Tür ist schwarz. Keine Ahnung. Es wurde mal begründet mit Dreck. Dreck siehst du auf schwarz. Vielleicht nicht so gut. Wobei jeder, der mal ein schwarzes Auto gehabt hat, weiß genau, dass du den dann genauso gut siehst. Was denkst du, wie lange du heute streamst? Naja, wenn die Kiste muss laufen und wir wollen die Kiste rennen sehen. Also es wird wohl noch so 1, 2, 3 Stunden dauern. Leider. Oder zum Glück. Wir wollen es natürlich vorne bündig haben. Siak. Hast heute eh nichts mehr vor. Bastelnacht ist gesetzt. Zack. So, Laufwerk ist verschraubt, meine Freunde. There we go. So, okay, das ist schon mal ganz gut. Das heißt, wir haben Festplatte drin, Toaster drin,
Jetzt sollten wir zusehen, dass wir das Netzteil schon mal einbauen. Und wir stecken schon mal das IO-Shield rein. Ja, Laufwerke in Beige gibt es schon. Aber Beige ist halt auch nicht weiß. Und Beige ist auch nicht so kurzfristig lieferbar. Dieser Rechner hier, der ist jetzt einfach über die letzten 10 Tage quasi entstanden. So, was den Beratungs-, Komponentenfindungs-, Bestellungs-, Lieferungsprozess angeht. Das ist ein sehr, sehr geringes Zeitfenster. Beige. Beige. Wer hat überhaupt den Supercup gewonnen? B4B. Alright, dankeschön. Wupp, wupp. Pitch, patch. Wer ist überhaupt Trainer beim BVB? Ich habe das überhaupt nicht mehr verfolgt. Der Tuchel wurde da auch gekickt, oder wie war das? Ach, Lucien Favre. Ah, jetzt klingelt's. Seht ihr wisst Bescheid. Ich weiß, dass der Niko Kovac bei Bayern ist. Und er war vorher Frankfurt. Mehr weiß ich nicht. Trinken, trinken, Kaffee, Kaffee. Warum brauchst du so viel Kaffee? Weil du Spätschicht hast, du armer Kerl. Ah, schon wieder so ein Klappspaten. Ehrlich. Total lustig. Ottmar Hitzfeld. Prost. Geht einfach nicht drauf ein. Nehmt euch das nicht an. Habe ich überhaupt schon erwähnt, wie cool mein Tisch hier geworden ist? Das ist ja ein Tisch. Und hier ist der Kommodenschrank, der früher im Flur stand in der alten Bastelhölle. Und ihr seht das, der Kommodenschrank ist höher. Dieser Tisch hier hatte hinten eine Blende, die musste ich abmachen, damit ich den weiter an die Wand schieben kann. Die Blende hatte genau die richtige Höhe, damit ich das hier als Verbindungselement benutzen kann. Ist das geil oder was? So, Achtung. Schulz, das habt ihr davon. Ich sollte trinken. Ist die blaue Matte geerdet? Ist sie. Da, links ist der Knubbel. Sowas freut das Handwerkerherz. Das ist einfach so Epic Win, weißt du? I have to play Schwingeldengel. Yay, the Joel Schulz. Dankeschön. Da dieses Mainboard nicht über den unglaublichen Irrsinn... Meine Körperbeherrschung. Andere Leute hätten auf den Tisch gekotzt. Hast du schön gesagt und danke für die Bits. Da dieses Mainboard nicht über den Stromwahnsinn CPU-seitig besteht, verfügt mit 2x8 Pin oder 8 Pin plus 4 Pin, weil... Ob man es jetzt braucht, ich weiß es nicht. Reicht uns tatsächlich das TradePower 11 650 Watt, denn erst das 750 Watt hat diese 2x8 polig extra Strom für CPU. Das Mainboard braucht das aber nicht, also können wir ruhig 30 Euro sparen und hier das 650er nehmen für 110 Euro. Ist der Holztisch auch geerdet? Ich habe auch das 750er. Weil ich ja das Tai Chi habe mit diesem extra Stromanschluss, den man nicht stecken muss. Party 100. Aber man kann ihn ja stecken. Ja, aber wir brauchen keine 750 Watt für die Maschine. Genau, der Magic M hat's auch. Der Knurrbart hat das 650er. Ich glaube, es wird ähnlichen Strom, aber 1600 Watt. Ja, okay. Er braucht die HMX2. Aber auch aus nachvollziehbaren Gründen. Weil ist halt das Beste. So. Versuchen Sie, ein Netzteil auszupacken und dabei sich auf den Chat zu konzentrieren. Hauptsache Strom. Genau. Puh. Du
duftet schon gar nicht so schlecht. Was? Wahnsinn. Was wandern? Gehen auf X570 überhaupt 128 GB? Je nachdem schon. Die Asus-Platinen sind da, denke ich, ganz vorne dabei, mit diesen ganz neuen Modulen zurechtzukommen. Aber erprobt ist das noch nicht so richtig. Es ist voll modular, ja. Was wollt ihr oben? Also richtig modular, ne? So modular, wie ein Netzteil nur sein kann. Eschbau! Monatelang hier in den Bastelnächten rumgelungert. Jetzt mal Eintritt zahlen. Gruß aus Freiburg. Ja, danke schön. Guck mal hier. So sieht das aus. Netzteil. Keine Kabel dran. Sehr gut. Dankeschön für den Support. Sehr nett von dir. Herzlich willkommen. Modular, Nokular, Radio. Ich bin kein Podcast-Hörer, falls die Frage jetzt kommt. Stromkabel. Wo ist mein Mainboard-Karton, wo ich alles reinpfeffer? Der steht hier einfach so neben mir. So. Ich brauche nichts. Nein. SATA-Kabel. Eins. Zwei. So, was können wir noch da reinpfeffern? NVMe-Verpackung. RAM-Verpackung. Lüfterüberbleibsel. Netzteilanleitung. Brauchen wir jetzt nicht so wirklich. Einmal auf Seite. Esst mehr Kabel, Freunde. So. Okay. Potpüree. Ah. Wir hängen ja noch nicht mal mehr abends ab und schnacken so miteinander, weil wir immer Stream gucken. Sind die Plusnetzteile zu empfehlen? Zum Beispiel Gold-Plusnetzteile? Das kann man so generell gar nicht sagen, weil viele erschleichen sich diese Zertifizierungen sogar. Ja, 80 plus Gold. Wenn ein gescheiter Hersteller dahinter steckt, dann hast du schon einiges gewonnen. Aber das kann man nicht so pauschalisieren. Ich bin definitiv nicht der richtige Netzteil-Ansprechpartner. Es gibt im Hardware-Lux-Forum gibt's so einen ganzen Thread, der sich nur mit den aktuellen Netzteilen und empfehlenswerten Netzteilen befasst. Be Quiet ist eigentlich immer ganz gut dabei, genauso wie Seasonic, Superflower, Fortron. Die teuren Corsair. So. Wir haben nämlich natürlich im Prinzip ein Problem. Wenn wir das Board einsetzen, kommen wir schlecht hier oben links dran. Und deshalb werden wir an das Board den Stromstecker schon mal packen, der für die extra Stromversorgung halt gedacht ist. Hey, warum passt das nicht? Hä? Achso, das ist einfach mittig, ne? Ist egal wie rum. Okay. Die Schrauben hier sind mittig. Okay. Ich hatte schon Angst, ich könnte das Netzteil nicht so herum einbauen, wie ich wollte. So. Drop Party! Gute Nacht, Xerxes. Hau rein. Buffer Party. Psyno, was geht? Rip Stream? Nee, eigentlich nicht. Ausgelassene Frames 0%. Grüne Lampe. Stream hängt total. Dann drückt mal F11, dann haben eure Anbieter irgendwie Probleme oder so. Oder Steam macht Updates. Bei dir hängt es auch rum. Hängt bei euch. Also ich droppe nichts zu den Servern. Ich droppe gar nichts. So. Ja, wo wir jetzt das Netzteil wissen, jetzt fehlt ja nur noch die goldene Komponente, die Grafikkarte. So, wie viel haben wir noch übrig für die Grafikkarte? Hat jemand mitgerechnet? Eins, I have to play Schwengeldengel. 3,50 €. Ryan Ray, Dankeschön. 2 €.
tolle 2 Euro Grafikkarte aus dem Lidl. Habe ich in der Kassenauslage gefunden. Netzteil nicht grau. Verschwindet doch eh hinter dieser Shroud. Grafikkarte 3400G. Hä? 3 Euro für einen Keks. Den gönne ich mir nachher. Hey, Craig, ich habe gerade einen PC gebaut. Strixpear 450F, Ryzen 536, 57XT, 240er Vakuum. Jetzt läuft der Prozessor im Idle auf über 40 Grad und schaltet ab, sobald er auf Last kommt. Habe davor einen gebaut, selben Komponenten, aber AOs. Aha. Mülsen, das ist komisch. Ich habe noch keine Erfahrung mit B450. Ich habe schon von so ein paar Temperaturkirmes-Problemen gehört, aber ich kann mir da keinen richtigen Reim drauf machen. Ich weiß es leider nicht. Ne? Ich hätte gerne schon mehr Erfahrung gesammelt, aber ich bin halt umgezogen und das zieht sich. Servus Daddel! Was geht denn? Du hast gerade auch noch gestreamt, habe ich gesehen, als ich vorhin im Föhn geholt habe. So, das ist der Strom fürs Board. Was brauchen wir denn hiervon überhaupt? Da können wir es ja gleich wieder bündeln. Das ist normaler Molex und SATA. Tendenziell eher nicht. Was ist das? SATA, 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 SATA. Und ein Molex am Ende. Warum? Ah, SATA, 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 SATA. Der gefällt mir gut. Kommen wir mit dem hin? Ja. Ich denke schon. Gucken wir gleich. Okay. Können wir das Ding wieder drum machen? Wo ist es denn? Where did it go? Wo habe ich hingelegt? Ah, da. Kann man im Case die Abdeckung für das Netzteil gar nicht rausnehmen? Nein, es vernietet. Trägt ja auch zur Gehäusestabilität bei. Muss einen Neustart machen. Alles klar, habe ich gleich. Ich laufe nicht weg. Ich habe keine Wahl. So. Grafikkarte einmal. Ja, okay. Was haben wir denn hier? Drive, PCIe, PCIe. Okay. So. Meine Güte, nochmal Grafikkarte. Da ist das letzte Käbelchen, ist das, was ich haben wollte. So. Wo habe ich den jetzt hingelegt? Da hinten. Ja, das ist ein schickes Case, ne? Gut Plan, ne? Vergiss das WLAN-Kabel nicht. Die Antennen sind im Gehäusekarton. Lags. Alle, die Probleme mit Lags haben, refresht mal euren Browser. Ich droppe keine Frames zum Server. Hier sieht alles gut aus. Dann hat Twitch leider Schluck auf. Vielleicht ziehen wir uns gerade auf einen dickeren Server um. Ich weiß es nicht, was Sache ist. An mir laggt es nicht. Tut mir leid. So. Okay, jetzt brauchen wir den Masterplan. Wir müssen ja die Kabel schon vorher anstecken ans Netzteil quasi. Fürs Motherboard. Einmal hier. Einmal da. Ja, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Das ist dann der P8, P4. Der ist wichtig, den brauchen wir gleich. Grafikkarte. Da kommen wir eigentlich hintenrum dran, ne? Ist eigentlich ganz geil bei dem Case. Trotz der Shroud. Wir gucken uns das mal an. Kommen wir da dran?
Naja. Nicht so richtig. Okay, warten Sie. So. Wir gucken einmal, ob das hier hinkommt. Warum dreht ihr das immer so rum? Warum macht ihr das? Stimmt denn nicht bei euch? Einmal dem Laufwerk Strom geben. Fällt mir überhaupt nicht, durch das Kabelmanagement zu gehen. Wofür? Wenn wir eh hier hinten sind. So, angenommen. Festplatte Nummer 2. Ja, dann muss ich das Kabel umdrehen. Das ist doch Kacke. Oh, warum denkt ihr immer, man muss irgendwie... Weiß ich nicht, warum ist das immer so herum? Warum ist das... Wenn ich jetzt ans oberste Laufwerk muss, dann muss ich das so machen, muss das Kabel hier runterlegen und kommt fast nicht mehr ans Netzteil. Aber ich glaube, es kommt hin. Aber warum? Sind nur so Kleinigkeiten, wo ich mir nur denke, why? Just why? Danke fürs Abo. Dampfriemen. Kommen wir da auch durch? Natürlich nicht. Wir könnten daher gehen. Ja, das können wir machen. So, wir brauchen ja auch noch einen für die Lüftersteuerung. Und dann einen hier für die Platte. Genau. Und dann haben wir noch eine Platte da mittendrin eventuell, die wir dann noch nachrüsten können. Okay. Den Strom einmal rein und dann können wir den hier gleich noch einstecken. Das geht schon. Das läuft. So. Okay. Na also, versteht mich richtig bitte. Hier kommt noch eventuell eine Platte hin und dann gehen wir hier mit unserer Lüftersteuerung dran, die hier den Saft hat. Klinisch weiß. Es gibt kein Molex an dem Kabelbaum. Das ist alles gut. Das ist nur SATA. Den mit dem Molex habe ich kategorisch abgelehnt. Gehen wir hier. Vielleicht gehen wir bei dem hier raus. Und dann hier rein und dann kommt er von da. Den müssen wir mal gucken, wo wir den hinlegen können. Das sehen wir dann noch. Das sehen wir dann nachher noch. So, okay. Na, also den haben wir dann hier als Option für eine weitere Festplatte. Lassen wir auch einfach so liegen. So. Okay. Wir müssen mal gucken, wie lang der Zusatzstrom hier ist. Der muss ja hier oben rein. Ich hader gerade mit mir. Faster, harder, Scooter! So, wir bauen jetzt das Board ein. Ist am einfachsten. Also, Netzteil einmal raus. Rumpel, rumpel, rumpel. So. Wo ist denn das Board? Ach, hier.
Dann machen wir Folgendes. Wir stecken an die schöne Platine den Stromanschluss, der an diese kommt. So hier. CPU 1 und CPU 2 draufsteht. Genau, es ist Fractal Design R6. Mit den dicken Luftkühlern drauf ist es halt immer natürlich die Kehrseite der Medaille, dass das hier in dem oberen Bereich, wo dieser CPU-Strom dran muss, schnell sehr eng werden kann und fummelig. Und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir haben das jetzt schon ans Board gesteckt. Und dann fahren wir den Camcorder mal hoch. Und feiern gemeinsam den patentierten Mainboard-Landeanflug. Aber erst setzen wir noch einen weiteren Abstandshalter rein. Abstandshalter sind schon vormontiert. 9 Stück. Das Board freut sich aber über 10. Muss nicht, kann man aber machen. Ich habe das Tütchen gerade noch an der Seite geschmissen. Ei, ei, wo bist du denn? Hier bist du. Sehr reisend, wirklich sehr reisend. GPU ist noch nicht verraten. CPU ist der 3700X. GB RAM, Crucial Ballistics Sport. 4x8 DDR4 3200 CL16. So. Jetzt können wir nämlich Folgendes tun. Sonic Boom! So. Nehmen wir so das Board mal in die Hand. Können wir das Kabel hier hinten durchfuckeln. Und haben somit schon mal halb gewonnen. Also wir müssen auch nachziehen, 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 nachziehen. In einem Case wäre schon Platz gewesen. Aber so gefällt es mir am besten. So, hinten einmal die Rückblende kontrollieren. Nicht, dass irgendwas irgendwo nicht zugriffsmäßig erreichbar ist. Sieht alles gut aus. Der steckt. Genial. Dann können wir ja das Board verschrauben. Brauchen wir nur die passenden Schräubchen. Ja, den Deckel abnehmen ist eine gute Sache, ja. Alles klar. Man muss sich gar nicht so den Kopf machen, hast du recht. Das stimmt. Für den lieben Knorunculus. Gaming-System. Hoppala. Inklusive der Option auf Streaming. Wollen die echt Grobgewinde haben fürs Board? Fractal changes the rules. Was ist los? Okay. Ihr mögt's grob, ja? Das heißt, sie sind für die SSDs, ja? Verstehe schon. Nee, All-in-One-Kühlung macht keinen Sinn.
Ja, Windows 10 1903. Hart empfehlenswert für die neuen Ryzens. Sonst laufen die, sonst performen die nicht richtig. Ja, 10 Schrauben reinschrauben. Yippie! Jetzt pack endlich die Grafikkarte aus. Wir sind aber gar nicht so weit. Grafikkarte kommt immer zum Schluss. So, noch ein Schräubchen. Rechnerbau, Rechnerbau, schau dir diesen Rechnerbau. Das ist nicht so kompliziert, nimm dir einfach ein bisschen Zeit. Und mach es mit Gewissen, Dude. 1, 2, 3, in der Mitte ist ein Bolzen, da kannst du nichts schrauben, oder doch? Ne, da ist ein Bolzen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ja, 9 Stück, wunderbar. In der Mitte ist ein Arretierungsbolzen, Freunde. So, darum ist das Board gerade runtergerutscht. Ich habe das eigentlich irgendwie erwartet. Trink was! Bei der Belichtung schaut der Aro schwarz aus. Ja, das ist... Das ist so ein komisches Grau. Merkel, das Internet ist kaputt. Mach was dagegen. Ich glaube, wir brauchen keine Schrauben mehr. Ich bin gerade froh, dass ich diese Tüten einpacken kann. Grafikkarte wird ja gerannelt. Gut, Netzteil. Ne, Netzteil ist ja auch schon festgeschraubt. Quasi. Dann gleich noch ein paar Kabel binden. Gunmetal Grey. Ich wollte eigentlich eine Radeon 9500 Pro verbauen, nicht? Kann es was Schöneres geben? Ja, ich sollte was trinken. Ich sehe es ein. Ich setze mich ja schon hin. Ah, was wird gebaut heute? Ein wunderschönes System für den Knurunculus. Ich nehme mal eine dieser drei Flaschen hier. Voodoo. Krytongrau. Geht von Grau ins Lila über, je nach Licht. Das könnte auch hinkommen. Noch ein Schluck, ja. Stay hydrated, Leute. Stay hydrated. Ganz wichtig. Immer hydriert bleiben. AMD-Karte wäre enttäuschend in einem 2100-Euro-System. Aber die CPUs sind schon ganz okay, oder? So. Lalalala. Zack. So, okay. Stand up! Danke für den Hinweis mit dem Deckelding da. Das ist natürlich eine Granatenidee, einfach hier den Deckel oben rauszumachen. Ne, in der Mitte habe ich keine Schraube vergessen, da ist ein Arretierungsbolzen. Wilson!
Danke! In der Mitte kann ich nichts verschrauben, Gringo. Geh da durch! Lass ihn da durch! Bist zu faul zum Lesen. Das steht ja auch nirgendwo. Hat der WLAN? Ja, hat das Board. Ist ja ehemaliges Highest-End X370 Mainboard. Also X370 Tai Chi. Ryzen 7 3700X. 8 Kerner. 32 GB Crucial Ballistic Sport. DDR4 3200. CL16. Fumarite Aro. Als CPU-Kühler. In der grauen Variante. DVD-Toaster. Hausmarke LG. 4 TB Seagate Skyhawk. Festplatte. Be Quiet Straight Power 11. 650 Watt. Netzteil. Bop, bop, bop. Irgendwas vergessen? Ja. System-SSD. Ist eine Samsung 970 Pro, 512 GB, Corsair MP300 mit 960 GB ist unsere Gaming SSD. Ja. That's it so far. Ah, nicht meine Tastatur kaputt machen. So. X370 Tai Chi Asrock. So, da. Das macht ja im Prinzip keinen Unterschied, ne? Jetzt muss ich es doch hier irgendwie dran fummeln. So, alles Mist. Das Shrouds sind sinnlos. Die machen nur Stress. Grafikkarte, Voodoo 3000, ja, auf jeden Fall. Naja, jetzt habe ich hier die Fummelei mit links. Einmal Laufwerk. Grafikkarte. Nichts umgestellt am Stream. Ich halte mich nach wie vor an die Twitcher Streaming-Konvention. Laufwerk 2019. Na selbstverständlich. Es soll Berufsgruppen geben, die noch öfters mal mit Silberscheiben hantieren. Und ich, in meinen persönlichen Systemen, die ich regelmäßig nutze, kommen auch immer Laufwerke rein. Gehört einfach dazu. Ich habe auch noch Audio-CDs hier stehen. Ich weiß, ihr seht nur meinen Kopf. So seht ihr nur das. So. Hab's geschafft. Nimm das Netzteil raus und schließ es außen an. Ja, aber dann ist hier das Gehäuse im Weg. Ach, du meinst von der Länge her. Ja, gut. Ja. Hast recht. Zu spät. Erledigt. So. Hallo Trucker Berlin. Grüß dich. Der BIOS ist geupdatet. Alles gut, das habe ich alles schon gemacht. BIOS-Update gemacht. RAM ist schon durch den MEM-Test gelaufen mit der CPU in der Kombination und dem XMP-Profil. Ein bisschen vorbereitet war ich. Bin ich.
Hinten den Lüfter anschließen. Schon geschehen. So. Gleicher Hauptstrom, das ist die Grafikkarte. Die Laufwerke haben schon Saft. Das ist hier die Lüftersteuerung. Da müssen wir gleich mal gucken, wo wir hingehen. Jetzt schauen wir erstmal wegen dem CPU-Strom. Den können wir hier hinten schön elegant langlegen. Wo ist die Kirmes? Ja, für Kirmes war kein Geld über. Optik und Kirmes haben wir kein Budget übrig für. Obwohl ein bisschen schon. Aber dazu später mehr. Altes Mainboard. High-End Mainboard. Genau. Ja, auf die RGB-Leistung pfeifen wir jetzt mal. War einfach zu teuer. Auf die 20% pfeife ich. So. Das ist schön. Oh, das ist toll. Einfach hier hinten so. Wop, 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 wop. Geil. Okay. Hier liegt irgendwie so ein armer Reset-Switch. Ach, guck mal hier. Da ist ja gesleeved. Geil. Das machen wir gleich. Jetzt gucken wir erstmal, wo der Hauptsaft hinkommt. Wahrscheinlich hier oben. Saft! Können wir hier langlegen. Das ist eh viel zu lang. Alles Banane. Lalalala. Wo holt der Bartel den Saft? Was? Gute Nacht, den Shane. Jamie Sun, hau rein. Der Reststoff kann aber nun schön in die böse Shroud. Das stimmt natürlich, ja. Die ist trotzdem böse. Seitdem ich da in meinem Grafikkartentestsystem diesen Hackmeck mit dem Ausgleichsbehälter hatte, mag ich die Shrouds nicht. So. Hauptstrom anstöpseln. Sind sie schon übergeschnappt? Ah ja, sind sie, ne? Gut. Okay. So. Okay. Hier haben wir den wunderschönen Chassis Fan 2. Du siehst es nicht. Schwarze PCBs. Kommen direkt nach Netzteil Shrouds. Jetzt beleuchtest du es. Jetzt. 1. Okay. Chassis Fan 1. Wir merken uns das mal. Da gehen wir mit unserer Lüftersteuerung dran. Zack. So. Dann brauchen wir natürlich Ein- und Ausschalter. HDD-LED. Ist das hier auch wieder so, dass es alternativ ist? Das Gehäuse hat nur eine LED? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Da sind sie schnell von runter. Ne? Die ersten Fractals, die hatten ja nur eine LED. Da konntest du dir dann aussuchen, ob das die Power-LED ist oder ob das die Festplattenaktivitäts-LED ist. So, wieder was gegen die Shroud. Du hast wenig Platz nach unten beim Anstecken von der Kirmes hier. Ach ja. Ich mecker doch nur gerne. Ihr kennt mich doch. So. Aber die Optik ist doch so schön. Ja.
Reset, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Reset. Mr. Bauer macht the Power. Power Switch. HDD LED mit Plus nach links, bitte. So, zack. Ist bei ASRock immer gleich. Schon 2-3 ASRocks verbaut. Da brennt nichts an. So. Power LED zweigeteilt. Einmal da, einmal da. Kabel wegziehen. Gewonnen. So, USB 3.0 haben wir hier und hier. Und 2.0 haben wir da. Wir brauchen einen 2.0er. Das ist Mr. 3.0. Das ist Mr. Audio. Mr. 2.0. Mr. 2.0, hallo. Sagen Sie hello. Say hello to my little friend. Da ist der 2.0er. Und der kommt dann entsprechend hier dran. Zack. Dann Audio. Das finde ich eigentlich immer total geil bei Fractal. Die haben selbst bei ihren einfachsten, günstigsten Case daran gedacht. Für den Mr. Audio extra Zuleitung zu legen quasi. Hier nämlich. Hallo, da bin ich. So, und dann kommt der... Natürlich hier unten dran. So. Wieso muss bei dem Board die M2 SSD nach unten? Naja, du siehst halt perspektivisch eine nicht. Da oben ist die erste. Fehlt beim Loch das Gummi? Nee. Das hat keins. Da guckt der raus, der Lümmel. So, dann gucken wir jetzt wegen dem 3.0er. So, okay, den Dreier, ja. Den Dreier. Den Dreier hier durch und dann abzuknicken ist eigentlich total blöd. Dann lieber einfach hier, quasi unsichtbar, dahinter, trotzdem versteckt, ja. Und dann nur noch richtig einstecken. Zack. So, so ist gut. Nö, ich gehe einfach nur an den PCIe 1. Ich weiß, das heißt immer, man soll dann die Last verteilen und so ein Kram, aber noch mehr Kabel im Gehäuse. Ja, es ist insofern unsichtbar, weil das hier vorne eh zu ist, perspektivisch, wisst ihr? Alles gut. Ja, aber die Intel hat schlechtere Chips. Die hat keine TLC-Chips. Oder. Aber das ist ja das Übliche. Man muss sich ja immer für jede Komponente 300 Mal rechtfertigen. Ja, siehst du, doch hat sie. Aber es ist eine Intel. Man kauft doch keine Intels. Ist doch egal. Dann kauf doch eine Intel.
Dann geh doch zu Netto. So. Normalerweise wäre SSD meiner Wahl Kingston A1000 gewesen. War aber nicht lieferbar kurzfristig. Ich sagte es ja bereits, der ganze Rechner hier ist über einen Zeitraum von etwas über einer Woche entstanden und das beinhaltet Beratung, Systemfindung, kompletter Bestellvorgang mit Lieferung. Jeder, der schon mal einen kompletten PC so zusammengestellt hat, getan, gemacht hat, der weiß genau, das ist nicht viel Zeit. So. Ja, aber das Kabelmanagement geht doch einigermaßen hier hinten. Klar sieht das aus wie Kraut und Rüben. Aber keiner hat Kaminholz. Get down to the shroud. You better look out. So. Alrighty then. Es ATA-Kabel noch. SATA. Ich liebe neue Systeme. Ist immer schön. So. Kicken wir doch mal. Ah, schon wieder drehen. Ach, wie oft habe ich den Rechner schon gedreht? Hat auch mal jemand mitgezählt? Der hat schon ein bisschen Gewicht. Der Prozessorkühler alleine ist 3 Kilo schwer. Bin halt ja nicht mehr gewohnt. Ich dachte mir, hey, das optische Laufwerk, das schreit doch nach dem abgewinkelten Kabel. Was ist? Da ist so ein Festplattenkäfig im Weg. Dann halt nicht. Nimm doch raus. Nein, 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 der soll da drin bleiben. Ist schon gut so. Geht alles. So. Okay, welchen SATA-Port nehmen wir denn? Wir haben ja 10 Stück. So. Bananarama Man, yeah, 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 yeah. Danke fürs Abo. Wir nehmen mal den hintersten. Das müsste dann da der untere sein. Okay. Was? 10 Stück? Ist nur ein High-End-Board. Danke fürs Abo. It's only a flash wound. Ich gehe mit dem Laufwerk gerne immer an den letzten in der Reihe. Da das Board noch einen extra Asmedia-Controller drauf hat, benutzen wir den natürlich nicht. Der verzögert nur unsere Bootzeit. Das wollen wir natürlich nicht. Nokia 7 Plus. Richtig. So. Und das hier müsste Nummer 1 sein. Nummer 1 lebt. Ja, passt doch hier hinten ganz nett. So, super. Super. Gell, super Bushi. Schon wieder umgedreht. So. Also, wie gesagt, ich packe das optische Laufwerk immer gerne ans Ende der Nahrungskette. Ja? Das soll schon ruhig wissen, dass es quasi vom Aussterben bedroht ist.
Und danach ist es eigentlich, eigentlich ist es ja komplett egal. Es war ja früher bei IDE ganz anders. So. Guti. Grafikkartenstrom. Zeit für das Gerät. Da habt ihr euch alle schon seit zweieinhalb Stunden darauf gefreut. Soll ich oder soll ich nicht? Wo ist der Gerät? Super Burschi. Na, Aviichir 100. So. Ja, GeForce RTX 2080 Super, ich erwähnte es eingangs, nochmal so zur Wiederholung. WQHD Gaming ist angesagt. Und wir brauchen Dampf. Genau, 840 Euro. Voll auf die Fresse. Na toll, was soll denn der Scheiß? Ach du Kacke, ganz recht auf den Sound. Lohnt die Preis-Leistung? Nee. Nein, das ist... man möchte halt lange Ruhe haben. Ich weiß, die hat nur 8 GB Bildspeicher. Preis-Leistung wäre 2080 deutlich besser. Ja. Ich erwähnte es, er hat 2300 Spiele. Die beiden Games, die Nvidia jetzt an ausgewählte Händler mitverteilt, das Wolfenstein Youngblood und das andere Spiel, dessen Namen ich vergessen habe. Control. Diese beiden Spiele wollte derjenige sowieso kaufen. Also hat sich das locker geregelt und er hatte Bock auf die neuere Karte. Ich habe da keinen Einfluss drauf und es gibt von AMD halt einfach keine Grafikkarte mit dieser Leistung. So. Und es ist nicht euer PC, sondern seiner und wir bauen die Grafikkarte jetzt ein. Die habe ich noch nicht ausgepackt. Die sieht ganz irre aus, weil die 3 Lüfter drauf hat. Einer ist etwas kleiner und 2 sind groß. Sie. Super behindert. Was? Warum? Wo ist denn das Problem? Holy shit! Was ist das? True Gaming. Ein Halter. Sehr gut. RX 580 XT bläst RTX weg. Okay, wo kann man die 580 XT jetzt kaufen? Das Problem ist halt, warten kannst du ja immer. Das ist ja das grandiose Problem bei Computersachen. Warten kannst du dich immer dumm und dusselig. Und wir haben uns schon dumm und dusselig gewartet, weil ich gesagt habe, naja, wart mal Navi ab, wart mal Ryzen 3000 ab. So, zu Ryzen 3000 habe ich ihn gekriegt. Navi habe ich gar nicht probiert, weil, ja, was soll ich machen? Remove this part to use NV-Link. Nee. Ja, der nette Hinweis.
Übrigens, meine Lüfter stehen still. Ja, wer es unbedingt haben will. So. Ich bin kein Fan davon. Aber das kriegt man halt dabei. Die ist schon schick. Wie soll ich denn die Folie entfernen? Und auf jedem Lüfter ist Folie. Guck mal hier. Goldener Drache. Gold, weiß, rot, schwarz. Und das hier ist nice and gray. Ja, ich baue den PC ja auch nicht für dich, sondern für den lieben Knorunculus. Ach ja. Ich würde mir sie auch nicht kaufen, weil sie mir zu teuer wäre. Das ist halt ganz normal. Das ist ja okay. Diese Radeon 7 Kirmes und so ein Kram, das habe ich ja auch nur machen können für die Show. Ich mir selber auch nie gekauft. Die Karte hier ist halt schneller als die 7. Auch wenn sie natürlich weniger Bildspeicher hat. Aber für WQHD sind 8 GB schon voll okay. Die Karte ist schon schick. Also Optik kriegst du dabei hier. Und der Kühler ist schon beefy. Naja, die 8 GB, das ist ja seit Anbeginn der... Hier ist tatsächlich keine Folie drauf? Nö. Seit Anbeginn der RTX-Kirmes sind die 8 GB ja einfach ein Thema, ne? So, und das kommt dann so, oder was? Wo stützt du denn? Oder kommt das da drunter? Da drunter dann und dann stützt du hier und da. Okay. Alles klar. Nicht schlecht. Ja, kennen wir noch von der Vega 64? Also das hier, die Dinger vergesse ich immer abzumachen. Oh Mann. So. Wenn Radeon 7 kaufen würde, wäre der Hersteller egal. Naja, weiß ich nicht. Radeon 7 gibt's halt. Radeon 7 ist halt von Haus aus. Ist halt auch so ein. Es ist ein super Spielzeug, keine Frage. Aber wenn du sie so benutzt, wie sie ist, wird die Karte halt schon relativ laut, ne? Wenn man die optimiert, ist wieder was anderes. Aber das ist dann halt auch wieder für diese. Für den Geek. So, wir legen den Rechner hin. Ist, glaube ich, sinnvoller. Und die 7 verbrät halt auch gut Strom, ne? Darf man auch nicht vergessen. Also... Ich meine, die ist auch nicht genügsam, aber die leistet dann auch gut was dafür. Aber teuer ist es, klar. Das ist eine teure Karte. Ja, da gibt es gute Wasserkühlungsblocks für. Wenn du an Wasserkühlung basteln kannst, ja, aber will ich jetzt einmal im Jahr quer durch Deutschland fahren, um das Ding zu warten oder was? Rändelschrauben. Good night, Monty.
Aber ihr habt die ganze Zeit schön von 2070 gesprochen. Jetzt packt er die 2080 aus und dann ist auf einmal alles mäh. So. Oh, er hat die Erwartungen übertroffen. Passt die überhaupt? Alter, ist die lang. Karte ist zu lang für das Case. So. Ja, Stromkabel lassen wir gleich von oben kommen. Ja, ja, ihr wart Preis-Leistung am Kaufen. Das kann ich auch verstehen. Ich denke mal, für WQAD ohne RTX-Kirmes und so ein Kram hast du mit so einer Rohleistung, die du hier hast, halt schon ein bisschen länger Ruhe. Und das RTX mal anzufeuern, ist ja durchaus lustig. Das kann ja optisch schon Spaß machen. Da kommt noch ein Slot tiefer. Oder wie? Ja, tatsächlich. Das ist ja eine Triple-Slot. Fünf Slot-Kraker. Genau. Ja, Freunde, das ist True Gaming. Eindeutig. So. Ja, Knuru, wird mit der Soundkarte schwierig. Nein, man könnte die trotzdem noch da drunter stecken, falls du sie benutzen möchtest. So. Cool. Bombastisch. Eins, zwei, drei. Hüpp. Uftata. Daniel Zahn, Dankeschön! Ja, ja, die Slots können weiter genutzt werden. Es war auch nur ein Spaß. Das ist alles kein Problem. Die Slots dahinter kann man benutzen. Die Blende ist weit genug vorne. Und das soll halt ein bisschen dieses Absacken der Grafikkarte verhindern hier. So. Ja, schaut eigentlich ganz geil aus. Da ist das Board auf einmal weg. Das Board ist wie weggehext. So. Haben wir ja noch Kabel? So. Eieieiei. Pitsche, Patsche, Pitsche, Patsche. Da hat der Knuru sich was geholt. Oh.
Das ist mal ein Flaggschiff hier. Wir wollten ursprünglich die Ventus nehmen, die günstigere. Die war dann aber auch überall nicht kurzfristig lieferbar. Und dann meinte ich, naja, die Trio X, die hat halt schon einen geilen Kühler drauf. Da hast du halt Ruhe in der Kiste, ne? So. Ryzen Gamer, tausend Dank. Gute Nacht, Mann. So, man, so geht das ab hier. 3700X. X370 Tai Chi. Geil, ne? Tai Chi Gesundheit. Ach ja. Wieso sollen die 3000er darauf nicht laufen? Sehr schön. Dankeschön. Guck mal, die Box funktioniert doch wieder. Box revived. Pack den HDMI aus. Ja, sorry, AMD kann mich da nicht verarschen. Nachdem ich gesehen habe, wie die 2000er Ryzens auf dem X370 laufen, im Vergleich zum X470, wusste ich genau, dass der Hase beim 3000er genauso weitergehen wird. Du brauchst halt nur jemanden, der den BIOS-Teams in den Hintern tritt, um BIOS so zu machen. Und dann ist alles cool. Well, that's a monster! Vertikal wäre die sehr nett gewesen. Vertikal wäre eine Bombenidee gewesen. 100. Hallo Alertbox, schön, dass du wieder gehst. Vertikal wäre die der Hammer gewesen. Ich glaube, vertikal hast du fast keine Chance bei der Karte. Butter is a fuffy. Holy shit. Thanks, man. Der Beat muss mit, Mann. Ich denke, wir lassen oben mal die Luft raus. Das macht wahrscheinlich schon viel Sinn. Zusammenfassung von Windows Defender. Ja, das ist sehr nett von dir, Windows Defender. Ja, vertikal nuckelt die an der Dämmung. Kein Glas für Blinkkirmes. Optik ist uns zweitrangig. Darum haben wir ja auch ein schwarz-weißes Board und weißes Gehäuse, eine rot-golden-schwarze Grafikkarte und grau-gelben RAM. Kommen oben noch Lüfter rein? Nö. Nö, nö. Kamin regelt. Sieht voll nach SLI aus. Ja, ne? So ein bisschen. I have to play Schwengeldengel. Schwengeldengel. Suicide Ultimate. Dankeschön. RTX 2080 Super. Gaming X Trio. MSI. Sieht schon extrem gut aus, finde ich. Schon fett. Der Kiste ist voll. Bleibt das Gehäuse oben offen? Naja, ja, ich weiß nicht. Können Sie mit beiden. Ich denke, wir müssen es sogar machen. Du würdest den Deckel zumachen. Und ich denke, wir müssen es machen. Am sinnigsten. Weil sonst hast du Hitzestau. Andreas, ja, wir testen das jetzt. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ein 3-Stunden-Monster. Wir haben ein bisschen geschnackt über die ganzen Beweggründe, wofür das System so ist. Wir haben es zusammengebaut und den Zusammenbau bzw. den Test des Gerätes, die Installation, und wir zocken ein bisschen was. Das gibt es dann als gesonderte Folge. Das ist jetzt für die YouTube-Zuschauer.
auf unserem Ravioli-Extras-Kanal zu sehen. Das ist der mit dem roten Ball. Vielen Dank fürs Einschalten hierhin. Und denkt immer dran, das ist der PC, den ich für jemanden baue, den ich darauf hingehend auch beraten habe. Und derjenige muss damit glücklich werden und nicht ihr. Ihr könnt es ja jederzeit anders machen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf die Kommentare. Sayonara!